Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da seid heute. Es ist ja doch einiges los im digitalen Raum der IG Architektur zur Vortragsreihe Städtebau zum Anfassen. 3x3 Initiativvorträge mit Positionen aus dem deutschsprachigen Raum. Wir werden, also diese Veranstaltung heute ist der erste Teil unserer Veranstaltungsreihe. Es wird noch zwei weitere Teile geben. Der zweite Teil Instrumente und Verfahren wird am 24.02. stattfinden und der dritte Teil am 17.03. über interinstitutionell der Städtebau als Diskurs. Heute werden wir sprechen über die Maßstäbe der Planung. Es wird sicher eine interessante Veranstaltung. Über das Format werden wir gleich noch was hören. Ich möchte nur kurz die Projektleiterin Susan Kraub vorstellen. Susan Kraub ist die Leiterin des Büros SK Stadtplanung und Architektur. Sie beschäftigt sich mit Städtebau, Forschungs- und Modellvorhaben, geförderten Wohnbau, Stadtplanung und so weiter. Sie ist im Ausschuss Städtebau in der Kammer tätig und unterrichtet auch an der TU Graz und an der ETH Zürich. Du wirst gleich ein paar einleitende Worte zur Reihe sagen. Ich möchte noch ganz kurz den Wolfgang Gerlich vorstellen, unser Moderator heute. Schön, dass du uns heute durch den Abend führen wirst vom Büro Plansinn in Wien. Und ja, wir sind schon gespannt auf eine interessante Veranstaltung heute. Vielen Dank auch an unsere drei Vortragenden, Stefan Mayer, Ute Schneider und Oliver Seidel. Wolfgang wird gleich noch ein paar Worte über die drei Vortragenden sagen. Auch ein großer Dank an Clemens Nocker und Susanne Tobisch, die kleine Moderationen der Breakout-Sessions machen werden. Susan, darf ich dich bitten, ein paar einleitende Worte über unsere Veranstaltungsreihe zu sagen, warum wir heute hier sind und wo es auch in Zukunft hingehen wird? Sehr gerne. Danke, Michaela, für die Einleitung und Vorstellungen. Auch ich würde hiermit gerne die Vortragenden und Publikumsgäste sehr herzlich zu dieser Reihe begrüßen. Kurz nur eine Richtigstellung, oder so wie ich bin an der ETH Zürich in Forschung tätig und war an der TU Graz an der Lehre. Nur das ist wie wir letztes Jahr mit der Konzeption dieser Reihe begonnen haben, galt es uns als Ziel, den Städtebau, und wir meinten, dass das notwendig sei, in Österreich in den Diskurs zu heben, beziehungsweise den Diskurs dazu anzufachen. Es freut mich besonders, feststellen zu können, dass in der Zwischenzeit einiges passiert ist und wir mit diesem Vorhaben oder irgendwie so wie nicht alleine dastehen. Inzwischen gab es einen vierten Baukulturreport, der von der BMKÖS veröffentlicht wurde und den Städtebau, unter anderem auch eine baukulturelle Förderung für Städte und Gemeinden, zum Thema gestellt hat. Es wurden einige Ausstöße zu Städtebau und der Raumplanung in den Ländern, aber irgendwie so wie auch in der Bundeskammer einberufen. Und an sich, die ÖKFA beschäftigt sich damit. Also so wie man sieht, diesen Diskurs tatsächlich bereits angefacht. Und es wird wahrscheinlich auch, so wie die Ausschüsse, die Kammer werden mit weiteren Veranstaltungen in dieser Richtung treiben. Zurück zu der Veranstaltungsreihe hier, die drei Themen, zu denen wir uns entschieden haben, die drei Themenblöcke, die wir in dieser Reihe zum Diskurs heben wollen. Die Maßstäbe der Planung ist die heutige, Michaela hat es schon erwähnt, warum der Städtebau als Übersetzer, wie studieren wir die Planung
nicht nur im deutschsprachigen Raum, erkennt man wiederholt Unkontinuitäten im Maßstab der Städtebau mit seiner besonderen Gabe der Übersetzung, nämlich zum einen von einem Maßstab in den anderen, aber durchaus auch von Steuerungsaufgaben in Regulierungsinstrumente, wie auch ein Übergang von der zweiten in den dritten Dimension könnte hier ein besonderes Potenzial darstellen. Das, der zweite Teil, Instrumente und Verfahren, warum schien uns das besonders wichtig? Wären die Verfahren Konzeptentwurf zu einem Prozess legen, übersetzen die Instrumente der Planung, Regeln, Technik und die Kunst in grafische Darstellungen, Codes und Regelwerke und tragen damit in sich einen gewissen Modellcharakter. Das wäre der zweite Teil. Und schließlich der dritte, der Städtebau als Diskurs. Und hier meinen wir also den Städtebau als Fachbereich interdisziplinär, als Praxis interinstitutionell. Bereits diese Eigenschaften machen einen ständigen Austausch notwendig. Und diese wird dann ergänzt durch den Diskurs, der auch in der Erfassung der komplexen Geschichte, Theorie und Methodik notwendig ist und nicht zuletzt für Kritik und Ästhetik. Und hiermit hätten wir die drei, also so wie eine kurze Einführung in diese drei Themengruppen. Und ich freue mich jetzt dann besonders, die Beiträge zu diesem ersten Teil mithören zu dürfen. Lieben Dank. Vielen Dank, Susan. Ich freue mich sehr, dass ich in der Rolle der Moderation zum Gelingen dieser gesamten Initiative und der heutigen Veranstaltung beitragen kann. Ich stehe ja selber in unterschiedlichen Rollen in Praxisfeldern der Stadtentwicklung. Und ich würde es für mich mal sehr verkürzt und ein bisschen salopp so formulieren: Der Städtebau ist ein bisschen eine unterschätzte Superkraft für die Stadtplanung und Stadtentwicklung. Ja, und ich darf kurz einen organisatorischen Einblick und Überblick geben über die nächsten 2 Stunden. Zunächst zum Ablauf. Wir werden, wie angekündigt, 3 Vorträge unmittelbar hintereinander hören mit 3 verschiedenen Positionen. Es gibt die Möglichkeit, schon während dieser Vorträge wir werden einen Kanal öffnen, der dazu dienen soll, dass alle Fragen formulieren können oder auch Kommentare zu den Vorträgen, auch während der Vorträge schon. Und wir machen das ganz bewusst nicht über die Chat-Funktion, sondern über ein zusätzliches Tool, das vielleicht manche auch schon kennen, nämlich Slido. Sehen jetzt alle einen QR-Code eingeblendet und alternativ eine URL mit einem Hashtag, 3x3 Städtebau. Sie können einfach mit diesem QR-Code über Ihr Handy, über Ihr Tablet einsteigen oder auch, wie gesagt, ganz normal im Browser über slido.com und das Eintragen dieses Hashtags 3x3 Städtebau zu einer Oberfläche gelangen, die wir auch gleich einblenden werden, wo es möglich ist, Fragen zu formulieren, auch auf Fragen zu replizieren. Das ist auch eine Qualität, die sich hier eröffnet. Eva Doringer, die ich an der Stelle auch gerne vorstellen möchte, meine Kollegin, ist im Hintergrund ganz wertvoll dafür, dass die Technik heute hier wunderbar hoffentlich und sicher funktionieren wird. Also es gibt diesen Kanal Fragen und Antworten über Slido und was auch eine ganz wertvolle Möglichkeit ist, Sie sehen rechts einen Like-Button, das heißt, Sie können auch gerne Fragen und Kommentare anderer unterstützen, quasi hochvoten, wenn man es so sagen will. Das erleichtert dann in der Diskussion den Fokus auf die Dinge, die vor allem besonders viele Menschen interessieren. Ja, also ich hoffe, diese Funktion wird hilfreich sein. Ich schaue mal so in die Runde derer, die ihre Kameras aufgedreht haben und bitte um eine kurze Rückmeldung, Gefühlsäußerung, ob sie es geschafft haben, einzusteigen. Dankeschön. Ja, vielleicht blenden wir einmal noch den QR-Code ein, Eva, sicherheitshalber.
falls es doch zu kurz war und jetzt erst Einzelne ihr Handy zücken. Ja, also wie gesagt, entweder über den QR-Code oder über slido.com, 3x3 Städtebau. Das ist unser Rückkanal und auch ein bisschen unser Dokumentationsinstrument für die heutige Veranstaltung. Vielleicht zum so Klassiker im Rahmen einer Zoom-Veranstaltung. Ich würde alle bitten, ihre vollständigen Klarnamen zumindest für die heutige Session einzutragen und auch eine Institution und oder einen Ort. Jedenfalls eine Zusatzinformation, die uns allen einen Eindruck verschafft, wer heute hier da ist. Und ein kleiner Tipp, wenn Sie auf den Button Teilnehmer gehen, dann öffnet sich ein Fenster, wo alle, die heute hier zugeschaltet sind, alphabetisch aufgelistet sind. Das verschafft allen einen guten Überblick, insbesondere wenn alle auch Institutionen hinzufügen. Und eine Möglichkeit, die Sie natürlich haben, ist, über den Zoom-Chat Direktnachrichten zu versenden. Also wenn Sie da jemanden entdecken, muss ich sagen, habe ich schon lange nicht mehr Kontakt gehabt, möchte ich wieder Kontakt aufnehmen. Also diese Form des Miteinander parallel auch, ich sage immer gern Turtelns, ist herzlich willkommen. Diese Veranstaltung soll ja auch eine Vernetzungswirkung haben. Ja, ich komme zurück zum Ablauf. Wie gesagt, es gibt 3 Vorträge, währenddessen auch schon die Möglichkeit, über Slido Fragen und Kommentare zu posten. Wir werden anschließend an die 3 Vorträge die Möglichkeit bieten, mit den Vortragenden ins Gespräch zu kommen. Wir werden da 3 parallele Breakout-Rooms einrichten, wo Sie herzlich eingeladen sind, sich dann zu den Vortragenden, wo Sie genauer nachfragen wollen, dazu zu gesellen. Sie können dann auch wechseln zwischen diesen Breakout-Sessions, wenn Sie bei mehreren vorbeischauen wollen. Diese Breakout-Sessions werden auch moderiert. Vielen Dank den Kolleginnen, die das auch übernehmen werden. Wir werden dann anschließend an diese Breakout-Session ein kompaktes Resümee mit den 3 Vortragenden hier im Plenum machen, wo wir vor allem versuchen wollen, ein paar Hinweise für die Folgeveranstaltungen und generell für die Initiative, den Städtebau stärker in den Diskurs zu bringen, hier zu sammeln und auf den Punkt zu bringen und auch festzuhalten. Ja, soweit die organisatorischen und technischen Hinweise. Ich hoffe, alle sind auch gut versorgt. Wenn Sie das noch nicht sind, tun Sie alles, damit die nächsten 2 Stunden für Sie angenehm und bequem verlaufen können. Holen Sie sich noch was zu trinken, was immer hilft. Jetzt ist noch die Gelegenheit dazu. Ja, dann kommen wir zum ersten Vortrag. Und ich freue mich sehr, dass Stefan Meyer sich bereit erklärt hat, eine, wenn man so möchte, Wiener Position zu diesem Thema hier zu präsentieren. Stefan Meyer ist Architekt und Stadtplaner. Er betreibt gemeinsam mit Roland Krebs das Büro Super Wien Urbanism und den Think Tank Metro Lab zur Metropolenplanung, Metropolenentwicklung. Super Wien unterstützt öffentliche und private Institutionen bei der Entwicklung innovativer Stadtprojekte. Super Wien hat sich spezialisiert auf die Gestaltung integrativer und dialogorientierter Stadtstrategien und Architekturprojekte. Schwerpunkt der Arbeit sind demnach Masterpläne, aber auch Wohnbau, sowas wie Strategien für Erdgeschosszonen, auch ganz generell urbane Regelwerke, Produktion in der Stadt, die produktive Stadt, Metropolenplanung und dann natürlich gehört dazu auch Beteiligungsprozesse oder auch Placemaking im Blick zu haben. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Zentralasien, Südosteuropa und Lateinamerika, also auch sehr, sehr, sehr international. Ja, und Stefan, wir freuen uns auf deine Gedanken zur Frage der Maßstäblichkeit, der Übersetzungsleistung, der Qualität in dieser Hinsicht des Städtebaus. Bitte schön, wir bitten um deinen Vortrag. So, sieht man es. Wunderbar. Ja, danke für die Einladung und für die kurze Vorstellung. Ich möchte gleich beginnen. Wir mit unserem Büro Super Wien, wir arbeiten eigentlich in sehr unterschiedlichen Maßstäben. Und wir haben da mal ein paar Projekte zugeordnet und dann vom ganz kleinen Maßstab Placemaking von Initiativen oder
ganz kleinen Input-Projekten über Architektur, ganz viele große Städtebauprojekte und da in dem Maßstab der Metropole. Was ich vielleicht bestätigen kann, was am Anfang die Susan in der Einleitung auch schon gesagt hat, das Aufgreifen, diese Kontinuität in den Maßstäben, die jetzt mal da also dargestellt sind. Was uns immer auffällt, ist, dass die Kontinuität zwischen den Maßstäben sehr oft nicht gegeben ist, vor allem im Sinne der Qualität. Also welche Überlegungen es im anderen Maßstab, zum Beispiel im Städtebau, gibt, das kommt dann oft bei der Architektur oder bei denen gar nicht an. Und das ist natürlich, glaube ich, ganz wichtig für die Maßstäbe, deswegen gibt es sich darum kümmert, auch über die Maßstäbe hinweg Projekte zu begleiten, von ganz großen bis in ganz kleinen, aber zwischen den Maßstäben springen kann. Heute würde ich mit dem ganz großen Maßstab, mit der Metropole, mit dem MetroLab beginnen. Wir haben dieses MetroLab, das gibt es seit 2019. Wir arbeiten zusammen mit dem Büro eben Superwien und Coco Architecture in Frankreich. Das Projekt ist gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien. Und MetroLab ist, so wir sehen das so, versteht sich als Think Tank für stadtregionale Planungen und uns geht es eigentlich darum, integrierte oder neue Planungsansätze, Entwicklungsansätze zu finden und auszuprobieren. So derzeit gibt es, ich glaube, in diesem Maßstab gibt es irgendwie ganz wenig Planungen und die Planungen, die es gibt, die sind meistens sehr sektoral, also ganz bewusst auf ein Thema zugeschnitten. Also wir würden das eher so im Sinne dann sehen, sowas, wenn man es vielleicht aufgreifen kann, eine Gebietsbetreuung für Stadtregion, würde uns da vor Augen schweben. Unser Zugang ist vielleicht auch so basiert in drei Phasen. In der ersten Phase ist eigentlich für uns ganz wichtiger, neue Bilder zu entwickeln als Input, ganz vielleicht einfach sichtweisen, den Bestand des Territoriums aufzugreifen und neu zu lesen. Und damit einfach schon eine Möglichkeit für Entwicklung auszulösen. Der zweite Schritt oder zweite Phase wäre dann in einem Dialog, das auch wirklich auch zum Thema machen, das breit zu diskutieren und mit diesen Visionen oder mit dem Vorausschau einen Rahmen festzusetzen für dann ganz lokale oder ganz konkrete Projekte. Aufbauend auf unsere Publikation Superwien Metropole, das vielleicht an der Stadtregion Wien zeigen. Die Stadtregion Wien, also wie positioniert sich so ein Raum eigentlich in Europa zwischen West und Ost historisch? Und traditionell, glaube ich, ist ganz ein starkes Thema für die Stadtregion Wien. Und aber nicht nur das, dass sozusagen dieser Link sein kann, ist natürlich auch die Frage, Europa besteht immer mehr aus sozusagen einem Wettbewerb oder ein Netzwerk oder ein Zusammenspiel von Stadtregionen. Das ist, glaube ich, das aktuelle Thema, das sich immer weiterentwickelt. Und diese Stadtregionen, die zeigen eigentlich eine neue Landschaft, eine neue urbane Landschaft entsteht da. Und es geht jetzt in dieser Stadtregion, wir haben den Raum Wien, Bratislava, Wiener Neustadt. Mit dieser Stadtentwurf gibt es Herausforderungen, die man vielleicht einfach als Thema setzen kann. Also es ist ja immer eine Frage, wie kann man da Entscheidungen treffen? Ich meine, mit dieser großen Anzahl von Bürgermeistern, welche Kooperationen sind da notwendig, um Entwicklungen zu machen. Es ist auch die Frage, welche Zentren gibt es in dieser Region oder gibt es und wo sind die Zentren überhaupt? Sind das die historischen Zentren oder gibt es schon ganz neue Zentren in dieser Stadtlandschaft? Andere Frage für uns auch, diese Verschiebung oder die Zuspitzung kann das Eisenbahnnetz, ist das das U-Bahn-Netz, die zukünftige Entwicklung? Also wie können Pendler auf den öffentlichen Verkehr wechseln? Für Wien sind das täglich über 150.000 Personen.
Und andere ganz wesentliche Frage, ja, die Donau als großer Fluss, als großer Wirtschaftskorridor in Europa und seine Seitenflüsse und das Wasser, ist das, gibt, kann man diese als, kann man die zugänglich machen? Ist das ein Waterfund? Ist das ein Lebensrahmen für Identität? Eine große Frage, sicherlich auch, wie ernährt sich die Metropole? Also mit diesen ganzen großen landwirtschaftlichen Flächen um den städtischen Raum. Welche zukünftige Produktion oder wie schaut dieser Raum dann aus? Und ganz prinzipiell für uns ganz wichtig ist, wie kann die Natur ein Teil sein von unserem Lebensraum, ganz, ganz bewusst im Hinblick auf den Klimawandel oder Klimakrise. Und es entstehen in diesem Rahmen, dann mal dargestellt zwischen Wien, Bratislava und am Süden in der Neustadt, Neusiedler See, entstehen diese räumlichen Phänomene. Also wenn man da mal reinzoomt, also es gibt so aktuelle Entwicklungen eigentlich dieser Stadtregion, die man ganz mal aufzeigen, immer noch Einkaufszentren, also die wachsen immer noch weiter und sie verändern immer noch sehr stark unsere Orträume. Die Stadtregion, die wächst jetzt nicht nur in diesen Zentren wie Wien oder Bratislava, also es wächst da die ganze Stadtregion. Das ist in dem Rahmen circa jährlich 50.000 Einwohner, die da hinzukommen. Und es stellt sich natürlich schon die Frage der Siedlungsentwicklung, ist der Flächenverbrauch für die Siedlungsentwicklung scheint immer nur eher Normalzustand zu sein. Was dem gegenübersteht, dieser wachsenden Stadtregion, Siedlungsentwicklung, sind die großen ganz Freiräume bzw. Landschaftsräume mit Nationalparks und Donauauen, die dem Ganzen natürlich schon einen Raum geben und da ein Potenzial aufzeigen. Aber viele, viele Entwicklungen in dieser Stadtregion, an dieser Metropole, finden derzeit wie Inseln, kann man fast sagen. Also Nutzungen nebeneinander sind wie Inseln, funktionale Trennung, die eigentlich immer nur durch diesen, wenn man da nochmal reinzoomt, eigentlich funktionale Trennung von Nutzungen, die dann eigentlich über das Verkehrsnetz miteinander verbunden sind. Daraus haben wir vier Themen. So Zukunftsbild in vier Themen einmal aufgezeigt. Zum einen die Frage der Mobilität, also diese Verschiebung von der S-Bahn als U-Bahn-Netz mit dem öffentlichen Mobilitätsband oder ein Ring, den wir neu da hinzugeben, der eigentlich dieses Thema des West-Osts aufgreifen kann, also mit dem Westboard, Eastboard, Southboard, wo einfach dann die europäischen Anbindungen nach Westen, Süden, also nach Süden und nach Osten aufnehmen zu können und dann die Übersetzung in ganz kleinere lokalen Mobilitätsräumen. Dieser Mobilitätsbildring bildet dann das Rückgrat für die zukünftige Entwicklung. Und entlang dieser Entwicklung ist auch dieses Wachstum, das derzeit stattfindet, an einer Einwohnerzahl, aber ist auch baulich oder funktional, sollten an diesen öffentlichen Verkehrsknoten gebunden sein bzw. stattfinden. Das heißt, es gibt die Möglichkeit dann für bestehende Zentren neue Entwicklungen zu entwickeln, aber auch ganz neue Knotenpunkte zu machen. Und neben dieser Verbindung von nur urbanen Räumen geht es natürlich auch um die Verbindung von Freiräumen, also von urbanen Räumen und Freiräumen, einfach der Zugang zur Landschaft. Freizeit ist ein Riesenthema, einfach um diesem täglichen Leben, das man derzeit eher als Pendler erlebt, dann aber ganz bewusst als Lebensraum verstehen kann. Als vielleicht die wichtigste Frage dann zum Schluss, wo dir eigentlich auch so ein integrierter Ansatz entsteht, die Synthese ist dann die,
die Programmierung von so einem Metropolenraum. Es ist auf der einen Seite geht es um wirtschaftliche Knotenpunkte, aber es geht auch sehr stark um Identität. Und auf der anderen Seite ist die Frage, die daraus entsteht, ist, wie organisiert man so einen Metropolenraum? Wie kann man den programmieren? Welche, ganz am Anfang angesprochen, mit den kleinteiligen Gemeindeverhältnissen, welche Governance ist notwendig, um so einen Raum zusammenhängend zu entwickeln? Und daher der künstlerische Ansatz, einfach mal das Bild zu zeichnen, aufzuzeigen, weiterzuschreiben und als Input zu verwenden. Und dieser Input, das war sozusagen dieses Zukunftsbild oder die Zukunftsbilder, wie man das neu denken kann, wie man es neu angehen kann, wäre dann in der zweiten Phase, in einem Prozess, also der Input oder Impuls für einen Prozess für Metropolenplanung. Also diesen mal überhaupt zum Thema machen, also Metropole. Und das haben wir gestartet mit ganz zahlreichen Aktivitäten beim Metrolab. Es geht da von einem großen Forum, einem mehrteiligen internationalen Forum, ist zu diskutieren, ist aber genauso auf der Universität und Städtebauinstitut hat es zwar Entwerfen dazu gegeben, um ganz konkret dann mal lokale Maßstäbe umzusetzen. Es hat regionale und sozusagen die Stadtregion als mit seiner vielfältigen Identität natürlich auch von Regionen. Es hat Ausstellungen gegeben, die dann im öffentlichen Raum entlang von diesem Ring ausgestellt worden sind, an öffentlichen Haltestellen. Es hat diese internationalen Vorträge dann ergeben. Wir haben da vier Foren gemacht, also zu diskutieren mit den Themen, die vorhin angesprochen sein, um Mobilität, mit Wachstum, mit Freiraum, Naturraum und dann in der Programmierung eigentlich die große Zusammenfassung an diesen integrierten Ansatz zusammengeführt. Das sieht man nochmal dieser breite Ansatz, eigentlich diese Einladung, es erfolgt dann internationale Vorträge. Es war ganz wichtig für uns, dass man den Ansatz, wie passiert das in Barcelona mit diesen Metropolitan Avenues, wie passieren Ansätze in Paris mit dem Grand Paris Express, wie passiert das in Niederland mit der Delta Metropole als NGO, also fast so ein Bottom-up, aber dann doch ganz breit aufgestellt. Und in Bordeaux zum Beispiel gibt es diese Entwicklungen an den Mobilitätsknoten, 50.000 Wohnungen zu entwickeln. Und diese Diskussion, die haben wir dann geführt und da haben wir ganz bewusst immer mit lokalen Experten einfach auch die Zugänge dann, wie sind die möglich und diskutiert in Wien und in Niederösterreich. Und was dabei natürlich sehr stark passiert ist, ist da eine Vernetzung stattgefunden. Also dieser Wunsch, die Planung, die derzeit nicht passiert, einfach auch dann breit zum Thema zu machen, das hat sehr gut funktioniert. Und es hat dann zusätzlich auch diese Vernetzung in diesem Netzwerk der europäischen Metropolen einen Austausch geben und es passiert auch weiter. Ist ein Blick in das Ergebnis eigentlich diese Diskussion oder diese, die dann in, ist ein Blick in dieses Magazin, das wir machen, das gerade beim Fertigwerden ist und bald publiziert wird. Und ist natürlich auch den Output oder Ansätze, die wir wollen, darstellt und zum Nachlesen gibt. Das ist für dieses Wachstum sind dann natürlich wichtig co-kreative Ansätze. Also uns sind notwendig, auch mal Balance zu finden zwischen Bottom-up-Projekten und aber dann auch ganz sehr stark regulativen Projekten. Es ist nämlich in der Metropolenplanung auch festzustellen, dass also diese Ebene fehlt sehr stark als Planungsebene oder als administrative Ebene. Und unser Ansatz dazu wäre, dass man diesen Raum einfach auch neu befüllt.
Also neue Formen der Zusammenarbeit ist, glaube ich, ein ganz großer Schwerpunkt. Das wird dann in den zukünftigen Stadtentwicklungs im Städtebau vorkommen. Oder das ist diese neuen Formen der Zusammenarbeit, das ist so eine Durchfrage von Governance oder Organisation. Und aber auf der anderen Seite Aktionsfelder definiert räumlich, die dann ganz konkreten Projekten abzielt, um diese in diesem Überschneidung zwischen Wien und Niederösterreich zu entwickeln. Was mir da vielleicht nochmal dargestellt, was das neben dieser breiten Diskussion und dieses Thema aufzumachen, für uns ein wichtiger Ansatz war, ein Ziel ist, Tools zu entwickeln, einfach um das für andere Stadtregionen zum Thema zu machen oder die dann zu verwenden sind. Diese Tools sind da diesen Phasen zugeordnet. Die sind sehr stark ko-kreative Tools, sind da sehr dialogorientiert und können in die unterschiedlichen Phasen eingesetzt werden. Für uns mehr nochmal die Abbildung, wo dieser Überblick das dargestellt ist. Diese Tools, die wir verwenden, im Mapping und Visionen zu machen oder welches Instrument zum Beispiel auch nur so Making Power Relation Visible, also die Stakeholder einfach einzubinden. Wie groß kann man eine Community machen und diese dann und dieses Forum als Diskussionsplattform, die haben wir als Open Source bei uns auf der Webseite abgebildet. Ja, ich weiß nicht, wie in der Zeit liegt, aber danke. Vielen Dank, Stefan. Du liegst ja wunderbar Zeit und das ermöglicht mir gleich eine Frage an dich weiterzugeben, die aufgetaucht ist. Du hast ganz am Anfang davon gesprochen, dass es um die Kontinuität geht im Durchschreiten der Maßstäbe. Und die Frage, die da gekommen ist, lautet, was ist denn das, was am ersten gefährdet ist, verloren zu gehen zwischen den Maßstäben? Was ist denn das, wovon wir da reden, ja, wenn wir von Diskontinuität reden? Ja, man muss es ehrlich sagen, aus unserer Sicht ist meistens die Qualitäten vom Lebensraum des öffentlichen Raumes. Also diese Lobby des Öffentlichen, das wird zwar bei Planern und im Sinne wahrscheinlich auch von der Administration oder von der öffentlichen Hand auch so gesehen. Allerdings wechseln dann auch Zuständigkeiten. Planer wechseln natürlich und dann bleiben Qualitäten, die man vorher sich auch mühsam erarbeitet hat oder einen Konsens hergestellt hat, die gehen dann oft verloren. Ja. Ja, vielleicht können wir das noch ein bisschen konkreter machen. Aus eurer Erfahrung, was sind denn die Qualitäten, um die es da geht? Ja, ist es Materialität, ist es Ausstattung, ist es Anteil an Grün? Was ist es, was dann verloren geht? Ist es Raumwirkung? Was wären die Dinge, wo ihr sagt, sie sind besonders gefährdet in diesem Wechsel der Zuständigkeiten, in diesem Schritt in die nächste Ebene verloren zu gehen oder zu verlieren an Qualität? Ja, das ist ganz, ganz, ganz praktisch, ist eigentlich das da, wo die Grundgrenze aufhört, ist eigentlich oft der Anfang der Rahmen von der Architektur an, wenn man jetzt aus städtebaulicher Sicht das sieht. Und oft definiert man natürlich, wenn es derzeit ist, sind ja alles große Stadtentwicklungskonzepte, das ist vielleicht vor kurzem nicht so gewesen, aber mit diesem Wachstum der Stadtregion kann man natürlich auch ganz andere Konzepte in diesen Stadtteilen oder Quartieren entwickeln. Und dieses Quartiersthema, das ist so keine Siedlung, sondern vielmehr Quartier entwickeln, das bedeutet natürlich auch Nutzungen. Wie schaut dieser Straßenraum aus? Wo gibt es einen Platz? Welche Nutzungen hat er? Und das ist natürlich ganz sehr mühsam zu arbeiten, dass die gut zusammenspielen und damit eine gewisse Stärke in diesen räumlichen Wirkungen zeigen. Ja, also vielleicht dieser ganz kurze Dialog, den wir hier geführt haben, könnte ja hoffentlich und wird hoffentlich neugierig gemacht haben, um dann danach auch in der Breakout-Session mit Stefan Meyer weiter dem nachzugehen, also was die Dinge sind, die
um es jetzt positiv zu formulieren, durch gute Prozesse und durch qualitätsvollen Städtebau es auch in die Kontinuität der Maßstäbe schaffen sollten. Also was sind die Qualitäten, um die es da geht? Und wie kann das auch gelingen? Durch welche Prozessschritte, durch welche Methoden, durch welche Tools? Ich könnte mir vorstellen, dass einige dieser 8 Tools, die ihr da genannt habt, da auch eine gewisse Rolle spielen könnten, wenn die gut eingesetzt und überzeugend umgesetzt werden, dass das sehr wohl die Chancen erhöht, dass diese Qualitäten es auch in andere Maßstäbe schaffen. Susan, wenn ich es richtig sehe, hast du dich da jetzt kurz eingeschalten? Ja, ich würde ganz gerne, nachdem dieser Maßstab ein so wichtiges Thema ist und diese Lücken oder Unkontinuitäten, würde ich ganz gerne 1-2 Punkte einbringen, nämlich irgendwie so wie zum einen, es fehlen tatsächlich, es wird die Planung in bestimmten Maßstäben zu wenig eingesetzt. Das heißt, man hat die Raumplanung, man hat die Architektur, und das dazwischen wird nicht über Planung behandelt. Und natürlich hat die zivile Planung als etwas, was für das Allgemeinwohl einerseits oder irgendwie so wie zum anderen, aber auch gestalterische Aufgaben hat, wenn in bestimmten Maßstäben die Planung fehlt, ist es so, dass es irgendwie so wie beispielsweise von freien Marktwirtschaft übernommen wird und dann oder irgendwie so wie die Planung als ein Instrument, ein ziviles Instrument ausgelassen. Und ich meine, dass dieses Auslassen der Instrumente der Planung in verschiedenen Maßstäben, also so wie das zum Thema auch zu machen, also jetzt auch in dieser Breakout-Session wichtig sein könnte und auch wie man diese Instrumente und Verfahren in den verschiedensten Maßstäben stärken kann. Danke sehr. Ja, also das war jetzt ein kurzer Teaser für die Breakout-Session. Ich hoffe, dass das anregend ist. Oliver, du hast dich da auch noch mal kurz dazugeklinkt. Wunderbar. Dann ist das noch eine Wortmeldung, die wir noch anschließen und dann zum nächsten Vortrag kommen. Oliver Seidel, habe ich es richtig gesehen? Ja, ganz kurz. Bitte. Also ganz kurz dazu. Ich finde das auf jeden Fall super interessant und ich finde, das Thema der Politik muss auch noch viel stärker in diesen großen Maßstäben mitbedacht werden, denn leider wechseln die Verantwortung, oder nicht immer leider, aber manchmal leider wechseln ja nun die Personen, die dafür verantwortlich sind, und gerne werden dann diese ganzen tollen Vorhaben und Zusammenschlüsse relativ kurzfristig wieder aufgekündigt. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Diskussion, die, glaube ich, auch sich durch den Abend ziehen wird. Ja, danke schon nochmal für diese Verstärkung. Ich fasse mal kurz zusammen. Also die Diskontinuität der verantwortlichen Personen in Politik und Verwaltung ist ein Thema. Das Gemeinwohl und speziell jetzt, wenn es um den öffentlichen Raum geht, die Qualitäten, die in großen Konzepten, so wie wir es hier auch sehen, definiert werden, dann tatsächlich auch in die anderen Maßstabsebenen zu bringen, insbesondere beim öffentlichen Raum. Wie kann das gelingen? Wie kann das gehen? Was gibt es vielleicht auch für Erfolgsgeschichten oder gute Beispiele oder Instrumente und Tools, die das unterstützen können? Ja, schauen wir doch weiter in der Umschau, was es dazu möglicherweise auch schon an Ansätzen gibt. Die nächste Vortragende hat eine ganz besondere Eigenschaft. Wir haben ja als Prinzip definiert, dass diese Veranstaltung immer Positionen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz verbinden soll. Sie verbindet das schon selbst in ihrer Person. Universitätsprofessorin Ute Schneider ist studierte Architektin und Raumplanerin und sie ist Direktorin der Schweizer Niederlassung und Partnerin des vor allem im Städtebau auch sehr renommierten Architekturbüros KCAP. Sie ist auch viel in Wettbewerbsjuries tätig, auch in Gestaltungsbeiräten aktiv und auch lange schon in der universitären Lehre. Und seit Dezember 2020 Universitätsprofessorin für Städtebau am Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen an der TU Wien, wie wahrscheinlich die meisten hier auch wissen. Insofern freuen wir uns besonders auf Ihre Gedanken dazu, die sich eben aus praktischer und auch und anderer Erfahrung speisen und insbesondere auch sehr unterschiedliche Blickwinkel vereinen, was sozusagen die
die geografische die Streuung Ihres Erfahrungsschatzes betrifft. Ute, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Bitte schön. Danke. Dankeschön, Wolfgang. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Und vielleicht muss ich eins kurz richtigstellen. Ich bin diplomierte Stadtplanerin und Architektin, also Raumplanung, das kann ich, glaube ich, nicht wirklich wobei. Das bei uns einfach auch, sagen wir mal, durch diese Maßstäbe hindurchgeht. Das heißt eigentlich im Prinzip, die Dimension dessen, ob das jetzt ein kleines Baufeld, ein Quartier oder dann vielleicht auch eine Region ist, tut da dann eigentlich nichts zur Sache, ähnlich wie das auch der Stefan Meyer im Prinzip schon angesprochen hat. Ich werde versuchen, meinen Screen hier mal zu teilen. Das funktioniert noch. Ist es sichtbar? Wunderbar. Alle. Ich habe mir eigentlich auch ein bisschen so aufgrund der Thematik Maßstäben der Planung, aber auch Städtebau als Übersetzer oder Städtebau zum Anfassen und was jetzt auch so meine ersten Erfahrungen in Wien oder was ich da jetzt sozusagen erlebt habe im letzten Jahr und auch in diesen Jurys oder auch Diskussionen mitbekomme, eigentlich drei, also vor allen Dingen ein Projekt raus, als wir im Prinzip gestartet sind, in Zürich, eigentlich in einer ähnlichen Situation, als Chris Christians an die ETH berufen wurde. Und wir die Chance hatten, zwei Wettbewerbe, was statistisch eigentlich fast nicht möglich war, der Stadtplanung oder im Städtebau zu gewinnen. Das eine war die Europa Day, werde ich drüber sprechen, und Science City. Und aber auch, sagen wir mal, die Erfahrung, die wir da gemacht haben, aus den Niederlanden kommend, dann, dass die Instrumente oder die Methoden, die wir eigentlich gewohnt waren oder die wir im Prinzip angewendet haben, letztendlich da noch nicht, also die Zeit noch nicht reif war, dass sie auf den Boden fallen oder akzeptiert werden konnten. Also welche Dimensionen und vor allen Dingen dann auch so zwischen diesen, was auch angesprochen wurde eigentlich in der Einladung, zwischen zweidimensional und dreidimensionalem Städtebau, also diesen Übersetzer zwischen den Maßstäben oder zwischen der Raumplanung, eigentlich auch in der Objektplanung, und wo fehlen da eigentlich Zwischenschritte, beziehungsweise wo braucht es da eigentlich im Prinzip vielleicht andere Instrumente auf Quartierniveau, die dann diesen Städtebau oder diese Planung dann auch weitertragen. Das ist im Prinzip, sagen wir mal, das Team KZP vor zwei Jahren, drei Jahren ist auch schon wieder in der Europaallee, wo ich nachher noch darauf zu sprechen komme, eigentlich im Prinzip ein Team von über 100 Professionals, die zwischen Stadtplanung, Architektur, aber auch Landschaftsplanung operieren. Und ich glaube, das ist auch das, warum der Städtebau, den wir machen, einfach dementsprechend ein bisschen in diesen dritten Dimensionen grundsätzlich operiert. Ich selber komme ja eigentlich aus dem Interior Design Möbelbau und bin dann in den großen Maßstab, was wahrscheinlich auch ein bisschen Einfluss hat auf, wie wir arbeiten. Aber dieser Städtebau als Übersetzer, aber gleichzeitig auch eigentlich Pläne oder Instrumente zu generieren, die im Prinzip sozusagen dieses Control and Laissez-Faire, also was müssen wir kontrollieren, was lassen wir offen für zukünftige Einfüllungen. Und ich glaube, da fehlt eigentlich im Prinzip ein bisschen, sagen wir, in der Raumplanung werden Dinge festgelegt, im Städtebau die Instrumente, also der Städtebau, habe ich den Eindruck im Moment, ähnlich wie es damals war, 2003 in Zürich, hat eigentlich nicht wirklich dementsprechenden Stellenwert bis dato in Österreich, und ich glaube, das ist notwendig, um genau diesen Übersetzungsschlag zu machen. Ein Projekt, an dem ich das jetzt kurz aufzeigen möchte, dieses Framework eigentlich oder diese Möglichkeit, etwas im Bestand auch zu transformieren, und welche Regeln oder auch Incentives gebe ich da? Also es wurde auch im Prinzip angesprochen, dass es da zwischen Politik und Immobilienwirtschaft, aber nach zwischen diesen ganzen verschiedenen Kräften natürlich einfach ein Diskurs gibt, das gehört zur Stadtplanung dazu, das ist ihr immanent. Das heißt, es ist im Prinzip eigentlich immer so eine Art Choreograf der unterschiedlichen Bedürfnisse, und die dann eigentlich maximal zu synthetisieren, weil wir brauchen alle diese Player. Ansonsten würden wir das gar nicht im Prinzip herstellen können. Das Weinhafen Island in Rotterdam, eine innerstädtische Hafeninsel, die im Prinzip 89, als es an KZP herangetragen wurde, so aussah. Ich habe hier vorne auch mal gearbeitet bei Neutlings Riedeig Architekten. Das war nicht lustig, also abends rauszugehen, weil es gab nämlich eigentlich um 5, 6 Uhr kein Licht mehr sozusagen auf den Straßen. Das war auch die Aufgabe, das Ganze letztendlich unter Erhaltung des Bestands. Und das ist vielleicht auch was Wichtiges, also was ist das Kapital gebaut, programmatisch, aber auch im Prinzip im Außenrahmen, also Heritage of the Site, eigentlich zu transformieren.
Warum ich das zeige, ist eigentlich im Prinzip, sagen wir mal, sieht jetzt da letztendlich verschiedenste Einfühlungen auch im Prinzip, wie das dann vonstatten ging, nämlich eigentlich über ein Regelwerk, das heißt gar nicht so viel zu fixieren, sondern im Prinzip bestimmte Regeln aufzustellen, innerhalb dessen die Stadt dann eigentlich wachsen kann, unter allen möglichen natürlich Prinzipien der Sichtbeziehung, Verdichtung, Programmierung etc. So sieht das heute aus. Also wir hatten damals eigentlich im Prinzip oftmals die Ansage, dass wir das Büro nicht alleine, wenn wir am Wettbewerb länger gearbeitet haben, verlassen dürfen, sondern im Prinzip grundsätzlich zu zweit gehen müssen, weil es einfach ein bisschen so soziale Kontrolle mäßig schwierig war am Standort. Das ist immer so als ein Beispiel, was die Grundlage war, glaube ich, auch für die Herangehensweisen, die wir natürlich dann in Zürich auch verwendet haben. Also es ist viel stärker aus dem Prozesshaften raus auch zu denken, Spielfelder aufzumachen, Möglichkeitsräume aufzubauen, innerhalb dessen dann eigentlich verschiedenste zukünftige Player, sowohl Investoren als auch Architekten natürlich dann eigentlich operieren können. Das heißt, da gar nicht zu viel zu fixieren und was ist notwendig zu fixieren. Das ist auch eigentlich deswegen hier jetzt nicht Masterplan gleich flexibles Framework, sondern versus, weil wenn man den Begriff Masterplan benutzt, wird sehr, sehr schnell im Prinzip an etwas Fixes gedacht. Und es gibt unglaublich schwierig, also deutsche Begriffe für ja flexibles Rahmenwerk ist immer ein bisschen sperrig, aber dieses Flexible Framework eigentlich im Prinzip ein Spielfeld zu generieren, innerhalb dessen die Stadt peu à peu wachsen kann, weil wir im Prinzip für langfristige Planung letztendlich nicht voraussehen können, was eigentlich die Programmierung, also in welche Richtung das teilweise gehen kann. Das heißt, man gibt eigentlich nur ein bestimmtes Spielfeld vor. Das hat uns, glaube ich, auch die Pandemie gezeigt, welche abrupten Änderungen wir dann im Prinzip letztlich haben in bestimmten Nutzungsbedürfnissen, auch vor allen Dingen auf den Stadtraum. Das hat uns, glaube ich, sehr viel gezeigt, wie stark wir diesen qualifizieren müssen, wie sehr durchgrünen wir ihn in Zukunft stärker durchgrünen werden müssen, nicht nur aufgrund der Klimakrise, sondern aufgrund der Aufenthaltsqualitäten. Das zeige ich immer gerne im Prinzip an diesem Beispiel Masterplan versus im Prinzip eigentlich Grundlage für einen Aushandlungsprozess, was eigentlich Stadtplanung letztendlich oder Stadtentwicklung, Stadtgestaltung, Stadtfabrikation letztendlich ist. Das ist der Plan von London nach dem großen Brand 1666. Und das ist ungefähr im Prinzip der Schwarzplan dessen, was dann daraus einmal entstanden ist. Also das baute London, also man sieht, wenn man zurückgeht, als gerade mal vielleicht noch die Kirche in der Mitte. Ansonsten ist es im Prinzip letztendlich eigentlich im Prinzip, hat sich das sehr, sehr stark verändert. Und das sind eigentlich auch so die Ausgangspunkte, dass jetzt bestimmte Themen, also das Rückgrat oder das Skelett der Stadt letztendlich zu fixieren und aber auch alle Infrastrukturen, die darin sind, auch letztendlich mitzunehmen. Und was vielleicht für uns auch oder mir selbst auch ein Anliegen ist, grundsätzlich zu versuchen, keine Rückseiten zu definieren. Das ist aber vielleicht auch ein Erkenntnisprozess einerseits aus dem Projekt, aus vielen anderen raus. Oder, wir sind damals gestartet, das ist die Europa, die in Zürich Einfahrt in im Prinzip den Hauptbahnhof. Die Grundlagen damals waren eigentlich ein großes Gleisfeld wird frei, ähnlich wie am Hauptbahnhof in Wien. Und gleichzeitig ein temporärer Bahnhof, der in diesem Bereich lag. Also ein wesentlicher Aspekt war da eigentlich zu sagen, die Stadt grundsätzlich maximal zu vernähen mit ihrem gewachsenen Kontext. Man sieht es im Prinzip einerseits über dieses X, was auch an das Gleisfeld rangeht, aber auch die maximalen Brücken, um über dieses Gleisfeld, was wir grundsätzlich eigentlich auch als Fluss in der Stadt und auch als ja, also so einen Atemraum oder auch einen Freiraum letztendlich sehen, um es maximal zu vernetzen. Das sieht man auch noch hier, was dann der Masterplan damals war, mit diversesten Brücken. Das Eingangsbild, was Sie gesehen haben, das ist jetzt die einzige Brücke, die letztendlich realisiert wurde. Das ist natürlich dann auch Realität, ist im Prinzip, sagen wir mal, diese Verbindung hier in der Mitte. Das ist dann der Grellisteg, mit nachher nochmal drauf zu sprechen. Um jetzt im Prinzip mal diesen Prozess, wie in diesem Maßstab Stadt, das ist das Stadtmodell, das im 1:1000, was im Stadtplanungsamt in der Stadt Zürich steht, wie generieren wir diese Masse eigentlich im Prinzip in diesem Stadtkontext? Man sieht im Prinzip, wir versucht haben letztendlich, und das ist vielleicht auch ein Thema in Bezug auf diesen Maßstab, diese verschiedenen Maßstäbe, in welcher Form kann ich viel, viel dichter bauen, ohne eigentlich komplett den Rahmen zu sprengen. Das heißt, wir haben im Prinzip über verschiedenste Übungen versucht, diesen Maßstab einer doch sehr dichten Packung letztendlich so weit als möglich verdaulich in diesen doch sehr kleinteiligen, niedrigen Kontext zu integrieren.
Man sieht links im Prinzip eine minutiöse Analyse eigentlich des Umfeldes. Der durchschnittliche Traufhöhe ist, das bewegt zwischen 16 und 20 Meter, also Durchschnitt 18. Und dann haben wir eigentlich versucht, in welcher Form kann man letztendlich in diesem gewachsenen Stadtteppich sozusagen, die Stadtstruktur Fabrik, eine neue Entwicklung viel dichter im Prinzip integrieren. Sie sehen rechts im Prinzip ein Papiermodell, das wir aus diversesten Regeln natürlich mit langer Übung da entwickelt haben. Um darin dann eigentlich, das mal zu, ist sozusagen das Spielfeld, was einerseits die Baufelder definiert, aber auch eigentlich inklusive ein paar Regeln. Man sieht hier unten letztendlich auch noch, zwei, drei komme ich nachher auch noch drauf zu sprechen, dann eigentlich die Stadt sich entwickeln kann in verschiedensten Ausformulierungen. Das haben wir auch im Prinzip teilweise dann simuliert, wie sich im Prinzip Dinge eigentlich im Prinzip, also wie sich Türme darauf entwickeln können. Man sieht hier mal, das war das Abgabemodell dieser Testplanung, das Drahtmodell, also das, dieses Papiermodell jetzt als Drahtmodell und eine mögliche Einfüllung darin. Dieses Modell ist, nachdem wir diesen Wettbewerb, wo das Testplan gewonnen haben, hinter Schloss und Riegel verschwunden und dann eigentlich erst 13 Jahre später, 2016, zur Ausstellung Train in the City im Prinzip das erste Mal öffentlich gezeigt worden. Und zwar aus dem Grund, und das ist auch vielleicht im Prinzip, sagen wir mal, was ist diese Übersetzung, welche Zeitläufe braucht es dann teilweise auch oder wie lange oder politische Widerstände dagegen. Es war einfach diese Flexibilität oder diesen Prozess, den wir da damals im Prinzip prozesshaften Ansatz, der hat uns zwar dazu geführt, das zu gewinnen, weil Karl Fingerhut ihn verstanden hat, aber er war eigentlich beim damaligen Chef des Amts für Städtebaus, Franz Eberhardt, und auch aus der Diskussion, der politischen Diskussion um Hochhäuser, vor allen Dingen also in der Nähe der Altstadt, im Prinzip nicht diskutierbar, weil man politisch, also wirklich Angst hatte, dass es über ein Referendum gestürzt wird, wie das Vorgängerprojekt Eurogate. Innerhalb dieses 3D-Modells, sozusagen Envelope, gab es bestimmte Regeln. Das heißt, es gibt eine Blockstruktur, die sich an die andockt an den gewachsenen Stadtkontexten, dann mögliche Aufbauten, die dann über Schlankheitsregeln durch den Footprint dementsprechend im Prinzip und auch eben diese Schattenregeln letztendlich dann wachsen können. Das heißt, wir haben, wollten eigentlich die Hochpunkte nicht per se fixieren. Sie sehen jetzt hier auch nochmal Tests, die wir dann im Büro auch gemacht haben, innerhalb dieses Envelopes, also mögliche Einfüllungen. Das sind ja diverseste Ausformulierungen. Ich glaube, vor allen Dingen beim obersten hat dann Stadtplanungsamtschef Franz Ebert gesagt, ich möchte kein Little Manhattan, und dann war das Modell vom Tisch. Sie sehen hier im Prinzip, ja, hier Franz Eberhardt, Karl Fingerhut, Mike Guyan, Annette Figon, Christian und diverse Leute vom Stadtplanungsamt, aber auch Beteiligte der SBB hier, wie Daniel Bösch, der, und das war sehr interessant, eigentlich mit der Stadt, also diesem kontrollierten Prozess im Amt für Städtebau, auch mit der PTT, die im Prinzip Post, die da im Prinzip auch noch natürlich ersetzt, hatte, wo auch nicht klar war, bleibt dieses Gebäude oder nicht in der gesamten Größe, aber auch im Prinzip natürlich der SBB und sämtlichen Schieneninfrastrukturansprüchen dann diskutiert wurde, wie geht man eigentlich im Prinzip das Ganze an, wie kann man das hier rein, kann man das integrieren. Schlussendlich war die Diskussion dann, Sie sehen hier wesentlich geringere Höhen, wir hätten gehen können bis 120 Meter an diesem Punkt, am Kreuzungspunkt über die Gleise, verschattet würden dann die Gleise. Aber politisch war es wirklich nicht durchsetzbar, dass das höchste Haus jetzt realisiert ist, 70 Meter. Es war auch klar und war auch dann ganz klar gewünscht vom Amt für Städtebau zu sagen, wo sind diese Hochpunkte und wie hoch werden sie, also wirklich ganz klar die Volumen eigentlich zu fixieren. Das heißt, eigentlich die Freiheitsgrade, die wir für die Architekten und die Wettbewerbe gerne größer gehabt hätten, doch sehr eng, viel, viel enger zu stricken. Das ist der Wettbewerbsentwurf und die Visualisierung von Sakura San Chon, Baufeld E im Vorfeld. Man sieht hier eigentlich mal ein recht frühes Bild von der Realisierung. Man sieht, der Stadtrahmen ist noch ziemlich unfertig in dem Bereich. Und man sieht jetzt im nächsten Bild eigentlich auch ein Stück weit, wie sich das dann peu à peu letztendlich natürlich entwickelt hat, weiterentwickelt hat und auch teilweise eigentlich diese Gleis Ufer bzw. die Stadträume dann belebt wurden. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt war, war, dass wir von Anfang an gesagt haben, und auch das natürlich wieder eine Frage der langen Kommunikation und des Übersetzungs
Schlages, dass wir eigentlich das erste und das letzte Perron, also die Plattform, Bahnsteig, durchziehen wollen von, vom Bahnhof bis hin zur nächsten Querung der Langstraße. Das hat zu Beginn eigentlich jeder vom Tisch gewischt und sich gefragt, was das denn eigentlich für einen Sinn macht. Das hat eigentlich jetzt, Sie sehen hier eigentlich so ein Bild, die Züge fahren rein und raus, aber das hat eigentlich jetzt dazu geführt, dass vor allen Dingen auf der Nordseite letztendlich dieser Rahmen, weil er sehr gut besonders ist, sehr gut genutzt wird und im Prinzip extrem schöne Freiräume generiert hat. Das heißt, auch da hat es einfach lang gedauert, im Prinzip, bis es, wir konnten es durchhalten. Es ist auch jetzt sehr stark akzeptiert, aber es hat sehr lang gedauert. Wir haben 2004 dann eine ähnliche Übung gemacht für den Hauptbahnhof Wien-Europa-Mitte. Sie sehen hier im Prinzip wahrscheinlich so ein bisschen das Feld von Favoriten. Da sind wir nicht wahnsinnig weit gekommen und vielleicht eine kleine Episode dazu. Das haben wir damals mit Astrid gemacht. Dass eigentlich dann, als wir dann nicht, also nicht weitergekommen sind, beziehungsweise jetzt sind, keine Ahnung, welcher Platz, glaube ich, vierter, fünfter, sowas, nachdem Theo Hotz und Wimmer das gewonnen hatten, meinte Kies Christianse zu mir, Ute, ich glaube, du hast das Briefing nicht richtig gelesen. Da war ein Bahnhof gefragt und kein Stuttgart 4. Dann dachte ich mir, naja gut, also das Feld im Hinterland des Bahnhofes ist dreimal so groß, ist viermal so groß wie die Europaallee und die Ausschreibung war auch ein Stadtquartier zu entwickeln. Aber letztendlich hat er vielleicht nicht ganz unrecht, dass letztendlich eigentlich der Bahnhof oder sagen wir mal, die Setzung vielleicht sogar ausschlaggebender war an dem Punkt, weil den haben wir gar nicht so stark im Prinzip beleuchtet, weil wir eigentlich erstmal dieses Stadtgefüge letztendlich generiert hatten. Vielleicht aber natürlich auch da diese Flexibilität oder diesen Freiraum des Nichtdefinierens eventuell auch ein Ausschlagpunkt gebender Faktor gewesen sein könnte. Das können wir vielleicht nachher in der Diskussion eher mal anschneiden. Ein anderes Beispiel in Zürich, einfach nur um zu zeigen, dieses zwischen 2D und 3D zu operieren. Das ist das Werkstattareal auch in SBB, also Schweizer ÖBB-Areal, in dem Züge repariert, lackiert, zusammengeschraubt, wieder umgebaut werden. Ein bisschen außerhalb der Stadt. Da ging es dann darum, um da auch nochmal diesen städtischen Kontext eigentlich nochmal aufzugreifen und diesen anderen Maßstab. Das ist im Prinzip der Freiraumplan, das Freiraumstadtkonzept der Stadt Zürich, Grünstadt Zürich, in das dann letztendlich dieses Areal hier eigentlich integriert werden sollte. Man sieht hier dann eigentlich, wie das im Prinzip, sagen wir mal, diese Grünadern auch weitergestrickt wurden, wirklich bis in dieses Areal, aber auch da über ein relativ flexibles Gerüst mit verschiedensten Varianten an Einfüllungen, weil nicht klar ist, wer dann wie kommt. Das ist ein Areal, was in der Stadt Zürich, das ist ziemlich interessant, weil der Druck auf Wohnungsbau so hoch ist. Ich glaube, es ist auch interessant für Wien. Das ein Areal ist doch sehr zentral gelegen, auf dem sicherlich nicht gewohnt werden darf, sondern es gibt gewiss einige Areale in der Stadt, die ausgewiesen sind, die wirklich gewerblich und industriell weiter genutzt werden, nur genutzt werden dürfen. Das heißt, die Urbanisierung und auch die Aktivierung und Freimachung dieser 50%, die jetzt eigentlich im Prinzip, sagen wir mal, die Werkstätten schrumpfen wird. Das heißt, sie werden da bleiben. Das heißt, es ist eigentlich ein Industriebetrieb, der bleibt, der aber im Prinzip auf 50% der Fläche operieren wird. Sie hatten sehr viel Fläche und die weiteren Flächen dann eigentlich unter Nutzung des Bestands eigentlich weiterentwickelt werden und aktiviert werden. Das heißt, es ist im Prinzip Industrie 4.0, gestapelte Industrie, Gewerbe, Kultureinrichtungen, Kleinbetriebe, Startups. Gastronomie zulässig, aber keinerlei Wohnen. Auch nicht kommerzielles Wohnen. Wir haben dann eigentlich im Prinzip sowohl über verschiedenste also Parameter wie der Perimeter, also die Umfassungsfläche, den Gleisüberweg, die einzelnen Straßenerschließungen, die Durchlässigkeit, gibt es verschiedenste Ansätze, Hochpunkte, Umgang mit Bestand, auch da immer in verschiedensten Szenarien operiert und dann aber auch in 3D natürlich eben in diesen verschiedenen Varianten eigentlich auch wieder ausprobiert. Was sind die Überlagerungen dieser Schichten, die dann letztendlich auf diesen Bestandsgebäuden, die alle unter Denkmalschutz stehen, was ist da eigentlich dann im Prinzip letztendlich möglich? Vielleicht mal ganz kurz zurück hier. Da ist es jetzt eigentlich im Prinzip kein Thema mehr gewesen, um letztendlich diese Flexibilitäten drin zu lassen. Da ist man im Prinzip in diesem Diskurs weiter. Allerdings ist da natürlich auch im Prinzip die SBB sehr nah involviert.
Es hat auch hier eine ziemliche Zeit lang gebraucht, bis man im Prinzip, sagen wir mal, die hier zuständige Projektgruppe des Stadtplanungsamts überzeugen konnte von dieser Idee, aber das Ganze ist jetzt durch. Es ist schon eine Frage natürlich des Zeitpunktes, des politischen Drucks, aber auch im Prinzip dessen, dass Dinge halt auch erstmal ankommen müssten, was allerdings für die Planung, glaube ich, in der Stadt Wien, so wie ich es bis dato verstanden habe, interessant wäre, wäre im Prinzip genau in diesen Arealentwicklungen zu denken, dafür viel stärker auf das Dazwischen zu schauen, als eigentlich die Objekte sehr stark zu fixieren. Sondern es geht eigentlich darum, sagen wir mal, die groben Volumen zu fixieren, innerhalb dessen dann, wie wir denken, die Freiheitsgrade für die Architektur noch sehr groß sein sollte. Es ist natürlich eine bestimmte Größenordnung, ein bestimmtes Volumen, auch vielleicht eine bestimmte Programmierung definiert, aber nicht zu eng gestrickt, um eigentlich die Flexibilität auch für Änderungen der externen Parameter wie ökonomische, sozioökonomische, politische, aber auch zum Beispiel natürlich Klimafragen, ökologische Fragen da auch mit einzubringen und maximal integrieren zu können. Und das ist hier dann letztendlich eigentlich in dieser Dreidimensionalität, in dieser Überlagerung auch möglich gewesen. Auch da natürlich dann sehr vorsichtig im Prinzip mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Ich glaube, das sind auch natürlich Themen, die sehr stark eine Rolle spielen, die am Hauptbahnhof damals einfach sehr viel, es waren eigentlich sehr viele Ängste, die man im Prinzip da getragen hat, was aber im Prinzip sehr gut funktioniert hat und was ich erstaunlicherweise 2004 beim Kickoff in Wien mich sehr erstaunt hat, war die Zusammenarbeit zwischen Stadtplanung, Amt für Städtebau, der SBB und auch im Prinzip anderen Landeigentümern und da zu versuchen, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Wie können alle Belange an diesen Raum, natürlich auch mit langen Diskussionen mit der SBB, wo hört das SBB-Areal auf? Also wo sind Bahnhoheiten zu Ende? Wo fangen Stadthoheiten an? Aber das geht natürlich nahtlos ineinander über. Und ist schlussendlich dann auch gelungen. Ich habe ja vorher auch Daniel Bösch erwähnt, der da von Seiten der SBB dabei war. Und das war schon sehr spannend. An der anderen Seite dieses Steges an der Zollstraße war die Fläche, um überhaupt eine Rampe oder eine Treppenanlage auf den Boden zu bringen, viel zu eng. Und dann haben wir natürlich sehr stark analysiert, wie viele Gleise sind denn da eigentlich vorhanden. Haben gedacht, naja, gibt es viel zu viele, da kann man doch noch ein paar wegnehmen, die fahren ja gar nicht alle in den Bahnhof rein. Haben wir auch gelernt, dass es natürlich auch Gleise braucht, um im Havariefall mal bestimmte Züge kurz mal rauszuschieben. Aber wir haben es geschafft, und das war wirklich spannend, da hat jeder gesagt, du wirst da niemals ein Gleis bekommen. Ich weiß nicht mehr, ob es ein oder zwei waren, aber wir haben auf jeden Fall mehr Raum bekommen, um diese Treppenanlage auf den Boden zu bekommen. Und ich glaube, das sind eigentlich im Prinzip so dieses Ineinandergreifen, also immer wieder auf diesen einerseits unterschiedlichen Bedürfnissen, Maßstäben, da ging es dann natürlich wirklich um Schieneninfrastrukturbelange, operatives Handling im Bahnhof, welche Dimensionen brauche ich. Das ist, glaube ich, essentiell, dass dieser Missing Link zwischen Objektplanung, also Raumplanung, Objektplanung, also dieser Übersetzungsschlag und diese Instrumente wie jetzt Arealentwicklung oder auch Arealüberbauung, hier sind es Gestaltungspläne. Es gibt verschiedene Instrumente, es gibt auch in Deutschland andere Instrumente, um eigentlich diesen größeren Zusammenhang letztendlich zu planen, ohne darin bereits alles in diesen Baufeldern festzulegen. Vielen Dank. Das ist von meiner Seite so ein bisschen aus dem Nähkasten geplaudert und den Vergleichen, die ich momentan anstelle zwischen den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz und Wien oder Österreich. Aber vielleicht noch einen Punkt zum Schluss, was auch der Stefan Meyer angesprochen hat. Der ganz große Maßstab, das ist das, was mir wirklich auch am Herzen liegt, was ich sehe in Österreich, ist, dass es braucht Policies und Governance auf unterschiedlichen Ebenen, Maßstabsebenen und nicht nur auf Stadtebene, sondern auf Bundeslandebene und auch auf Landesebene, um vor allen Dingen im Prinzip das Funktionieren des Gesamten dann, was auch Stefan Meyer gesagt hat, bis über die Landesgrenze hinaus, bis Bratislava eigentlich
organisieren zu können. Da gab es ja auch schon mal Planung im Prinzip, da wirklich im Prinzip so bipolare Ansätze zu. Und das ist aufgrund von, wie ich es gelernt habe, aufgrund von politischen Dissonanzen oder auch Thematen natürlich dann komplett gestrichen worden. Dass es vielleicht in dem Moment erstmal nicht funktioniert, ist das eine. Das dann ad acta zu legen, halte ich für nicht sinnvoll. Sondern es braucht dann halt eben Zeit, bis man diese strategischen Links widerlegen kann. Aber diesen langen Atem, den benötigen wir in der Stadtplanung, Städtebau, auch in der Raumplanung und vor allen Dingen in der integrierten strategischen, systemrelevanten Infrastrukturplanung, weil das kann man nicht politischen Dissonanzen oder Problemen überlassen, sondern das muss übergeordnet langfristig geplant werden. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ute. Ich würde das jetzt mal so auf einen möglichen Punkt bringen, der Städtebau nicht nur als Übersetzer, sondern auch als Moderator im Sinne dieser Vorstellung eines Aushandlungsprozesses in einem Framework. Da wäre dann auch wirklich spannend, weiter der Frage nachzugehen, die Oliver auch schon aufgeworfen hat. Was verändert das auch im Hinblick auf das Ownership der Politik? Aber wie hilft diese Vorstellung und diese Prozesse, wie helfen die auch, diesen langen Atem zu bewahren? Und du hast ja sehr eindrücklich gezeigt, wie viel Geduld und wie viele Jahre es da auch gehen kann, bis es dann tatsächlich gelingt, auch eine Vorstellung ganz konkret in die Umsetzung zu bringen. Ich würde an der Stelle gerne noch einmal unser Slido ins Spiel bringen und ich darf Eva Doringer bitten, nochmal den QR-Code einzublenden. Es landet da das eine oder andere, was ganz sicher auch Ausgangspunkt sein wird für die weiteren Gespräche in den Breakout Rooms und auch für unsere Zusammenfassung. Ja, bitte nutzen Sie die Gelegenheit, aber helfen Sie uns auch ein bisschen, diese Veranstaltungsreihe auch in dem Sinn produktiv zu machen, dass etwas am Schluss da ist, was auch weiter genutzt werden kann, was auch weiterführend sein wird. Und dafür ist die Beteiligung in Slido für uns extrem wertvoll und hilfreich. Gut, wir kommen an dieser Stelle zum dritten Vortrag und ich darf vorstellen Oliver Seidel. Er ist Architekt und Stadtplaner, Gründungspartner von City First, der Architecture and Urbanism und auch geschäftsführender Partner von City First in Hannover. Oliver ist Stadtexperte für zukünftige Lebenswelten und ich würde dazu fügen Lebensweisen und interessiert an der Entwicklung systemischer Ansätze der Stadtentwicklung. Er berät Kommunen, Unternehmen, Organisationen und Initiativen aus dieser Haltung heraus und er setzt ein Interesse an systemischen Ansätzen an der strategischen Stadtentwicklung in Projekten auch konkret um. Also er ist nicht nur Berater, sondern auch Umsetzer. Und ein Stichwort, das wir vielleicht auch im Vortrag hören werden, ist Siedlungsebene 2.0. Das lasse ich mal einfach so stehen. Und noch eine sozusagen für mich durchaus bemerkenswerte, eher persönliche Notiz. Er hat es in seiner eigenen Selbstdarstellung so formuliert, er genießt die Vorzüge der verdichteten Stadt und hat ein eigenes Baugruppenprojekt in Hannover initiiert. Oliver, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube nicht, ich werde nicht auf alle Punkte eingehen können. Die Siedlungsebene 2.0 müssen wir dann vielleicht später nochmal besprechen, aber ja, sicherlich auch noch ein spannendes Thema. Ich beginne mal mit dem Teilen meines Bildschirms und der müsste jetzt eigentlich sichtbar sein. Jetzt muss ich hier nur noch die Anzeige. So. Ich hoffe, das können alle sehen. Ja. Ja, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, dass der Teil, den ich hier versuche beizusteuern, heute auch ganz gut zwischen die beiden Vorträge von meiner Vorgängerinnen und meines Vorgängers passt. Es geht nämlich vor allem um den Maßstab von gesamtstädtischer Planung beziehungsweise ein Beispiel einer großen Stadtteilumentwicklung. Vielleicht noch zwei Worte zu City Firster. Wir sind ein Büro in Hannover und Rotterdam und
in Tirana und befassen uns mit dem gesamten Spektrum der Maßstäbe der Planung, also von den großen Maßstäben bis zum kleinen. Und uns interessiert da vor allem, und das hattest du ja auch gerade schon angesprochen, Wolfgang, der systemische Ansatz, sprich, wie kann man die vielen Elemente, die in einer Stadt anzutreffen sind, kleine Gebäude, große Gebäude, aber natürlich auch grüne Infrastrukturen oder aber auch Mobilität etc. so miteinander zu verweben, dass sie einen Mehrwert generieren. Und das natürlich immer im Sinne des Erhalts unserer Lebensgrundlage, was ja nun leider zusehends schwieriger wird. Und wir ja nun auch uns durchaus als Planende da deutlich stärker noch einbringen müssen und unsere Alliierten bzw. unsere Partner finden müssen, um da schnellere, wichtige Schritte nach vorne machen zu können. Das Verweben bedeutet für uns, dass wir wirklich ganz kleine Projekte machen, wie vielleicht das oben links, ein Recyclinghaus aus recycelten Bauteilen und nicht nur recyclingfähigen Bauteilen. Da geht es auch schon um die Kreisläufe, aber auch zum Beispiel, dass ein Kulturprojekt in Bratislava, was wir mit KCAP zusammen machen dürfen, ein durchaus großes Projekt mit einem Konzertsaal, aber auch Planung für Gesamtstädte wie in Düsseldorf oder aber auch in China, wenn es darum geht, Schwammstadt umzusetzen, sprich mit dem Thema des Wassers, der Trockenheit in Städten umzugehen. Es wird dicht. Strategische Raumkonkretion ist vielleicht der Untertitel dazu. Wir haben in den letzten Jahren viele gesamtstädtische Planungen gemacht und immer wieder ging es eigentlich darum, wie geht man mit der Verdichtung der Städte um und wie bekommt man es überhaupt hin, diese zu kommunizieren und wie bekommt man es hin, diese zu verdichten, ohne die Lebensqualität zu reduzieren. Viel besser noch, gleichzeitig müsste die Lebensqualität in den Städten natürlich steigen. Das ist ein großes Feld und es sind enorm viele Player beteiligt. Wir haben das ja auch schon gehört. Es geht um die Bürgerschaft, die natürlich, wie hier zum Beispiel in Freiburg, erstmal sich daran gewöhnen muss, dass gebaut wird. Bauen ja ist immer gut und Entwicklung ist auch immer gut, aber bitte nicht bei mir, not in my backyard. Also das ist ein großes Thema. Es geht darum, mit den Politikerinnen und Politikern Strategien zu entwickeln, wie man das auch langfristig schaffen kann und im besten Fall auch über die nächste Legislaturperiode hinaus. Also es muss ein gewisses Vertrauen erreicht werden, erlangt werden durch solche Planungen und natürlich gemeinsame Ziele geschaffen werden und nicht nach dem täglichen Politbarometer Entscheidungen zu treffen. Und es geht natürlich auch darum, mit den Verwaltungen eng zusammenzuarbeiten, die nach unseren Erkenntnissen eigentlich deutlich progressiver sind als oftmals die Politik. Da geht es dann natürlich darum, innerhalb der Verwaltung die einzelnen Ämter wiederum miteinander zu verknüpfen. Es ist also ein Stück weit eine Beratungsleistung und gleichzeitig ist es aber auch Entwerfen und das Entwickeln von Plänen, die ja, strategisch bleiben und trotzdem konkret werden müssen. Aufgrund der Komplexität in den Städten und die ja nun auch weiterhin zunimmt, wenn sie dann verdichtet werden, ich glaube, das ist in dem Vortrag meiner Vorgängerin sehr deutlich geworden, da geht es auch um Raumkonkurrenzen. Es werden also immer mehr Anforderungen in den Raum gestellt und die natürlich nicht alle reinpassen in die Stadt und dementsprechend miteinander verhandelt werden müssen. Das ist so komplex, dass es nicht mehr möglich ist, einen Plan zu zeichnen, sondern eigentlich darum geht, Werkzeugkästen zu schaffen, die dieser Komplexität gerecht werden und auch flexible Entscheidungen ermöglichen. Und hier für den Freiburger Perspektivplan, die Vorbereitung ist für die Neuentwicklung des Flächennutzungsplanes, haben wir so einen Werkzeugkasten entwickelt. Dabei geht es um ganz unterschiedliche Ebenen. Einerseits das Kreative, aber andererseits auch das rechnerische, faktenbasierte,
also GIS, Geoinformationssysteme zu nutzen, um überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, wie dicht ist denn eigentlich meine Stadt. Das ist ein sehr, für einige Menschen ein sehr, sehr hilfreiches Werkzeug, die eher auf Zahlen und Fakten angewiesen sind für ihre Entscheidungsgrundlagen. Und hier konnten wir durch eine sehr ausführliche Betrachtung der einzelnen Themen, wie jetzt Bebauungsdichte, aber auch die Wohndichte oder aber auch die Freiraumversorgung, eine sehr gute Grundlage entwickeln, dass die Politik und dass die Verwaltung auch gute Argumente an die Hand bekommt, warum an der einen oder anderen Stelle was entwickelt werden kann und an der anderen womöglich nicht. Das Thema der Freiraumversorgung haben wir in diesem Fall sehr hoch gehängt und haben gesagt, mit jeder Entwicklung darf nicht, dürfen nicht oder sollen nicht nur Wohnungen geschaffen werden. Es ging natürlich vor allem um Wohnraum, sondern gleichzeitig muss auch der Freiraum verbessert werden, und zwar der wohnungsnahe Freiraum. Das bedeutet nicht, es ist nicht ausreichend, große Parks zu schaffen, die nämlich oftmals deutlich zu weit weg von den Wohnungen liegen und dementsprechend auch nicht im Alltäglichen genutzt werden. Wir haben dann eine Gebietstypologie entwickelt, bei der haben wir versucht, den Aufwand zu bestimmen für die Entwicklung einzelner Bereiche und haben da die Freiraumversorgung mit der baulichen Dichte verschränkt. Und so ergab es sich, dass gewisse Bebauungsstrukturen stadtweit leichter verdichtet werden können als andere, ohne dass die Qualitäten im Wohnumfeld leiden. Und in diesem Fall ist dann sowieso noch das Mantra entschieden, dass wir gesagt haben, mit jeder Entwicklung wird auch der Freiraum aufgewertet. Das heißt, ein qualitätvoller Freiraum wird ja nicht nur über Größe definiert, sondern vor allem auch über die Nutzbarkeit, die soziale. Somit haben wir dann vielen Prozessen einen dichten Zuwachs für die Stadt entwickeln können, also Orte definieren können, an denen dichte Entwicklung möglich ist. Und das war ein ganz wichtiger Baustein dieses Perspektivplans. Ein ganz anderer Baustein sind diese strategischen Tools. Wir haben die Stadt auf ihre typischen Strukturen untersucht und es wurde relativ offensichtlich, dass es zum Beispiel bei der Strategie des Anreicherns viele Orte gibt, an denen man weitere Nutzungen hinzufügen kann. Man kann den Ort besser machen, man kann kürzere Wege erzeugen, man kann Wohnen und Arbeiten mischen etc. und somit komplettere Lebens- und Wohnumfelder schaffen. Ein ganz anderes Beispiel wäre das Kapern. Freiburg definiert von durchaus sehr großen Durchfahrtsstraßen, auch den Bahnschienen, und da ging uns sehr viel Platz, der immer wieder um diese Infrastrukturen gelassen wurde, natürlich oftmals aus schalltechnischen Gründen, haben wir das über die Strategie des Kaperns Möglichkeiten aufgezeigt, wie man dort wertvollen Raum gewinnen kann und gleichzeitig auch Freiräume besser entwickeln kann. Somit waren die strategischen Werkzeuge ganz konkrete, anfassbare Möglichkeiten für das Planungsamt, aber auch für die Politik, um die Stadtentwicklung denken zu können und konkrete Maßnahmen sich zu überlegen. Im Rahmen der Bearbeitung, ich hatte es bereits angesprochen, geht es natürlich auch sehr stark um die Beteiligung der Bürgerschaft, die wir in einem sehr, sehr ausführlichen Prozess über Jahre immer wieder an unseren Überlegungen haben teilhaben lassen und natürlich auch die wertvollen Informationen dann wieder in unsere Arbeit einfließen lassen. Und in diesem Fall haben wir mit drei Denkrichtungen gearbeitet, die ganz unterschiedliche Ansätze aufzeigen, wie man die Stadt entwickeln könnte, an denen die Schwerpunkte der Entwicklung liegen könnten. Die haben wir dann vielfach diskutiert und dargestellt, online und natürlich auch vor Ort in Diskussionen, und haben dann auch diese Denkrichtung mal zur Bewertung ausgesetzt. Und es stellte sich dann raus, dass die Menschen doch durchaus Vorzüge und Nachteile in unterschiedlichen Bereichen gesehen haben, was dann hinterher dazu führte, dass es ein ganz anderes Raumbild gab, wie wir es nennen, oder eine Raumperspektive, die die ganz großen strategischen Entwicklungsbereiche der Stadt definiert. Sehr abstrakt, aber durchaus für jeden verständlich. Es
geht darum, entlang der großen Infrastrukturen, aber auch entlang der Gewässer, die die Stadt prägen und die auch momentan noch relativ stiefmütterlich behandelt werden, die Stadt zu entwickeln und drei große Parks, die bereits dort sind, oder Freiflächen weiterzuentwickeln, um auch da Wohnungsbau schaffen zu können. Also dies ist ein ganz abstraktes Werkzeug, was dann wiederum andere Menschen sehr gut für ihre Aktionen in der Stadt nutzen können. Der Strukturplan für die zukünftige Entwicklung bleibt auch abstrakt und gleichzeitig wurde aber durch die GIS-Berechnung immer wieder hinterlegt, wie viel Freiraumversorgung haben wir eigentlich und wie viel ist überhaupt möglich und was kann ich dort noch bauen. Dann wurden innerhalb dieses Strukturplans Entwicklungsbereiche definiert, die dann konkret über darauf folgende Rahmenpläne ausgearbeitet wurden. Und das war damals, der Plan war noch nicht fertig, 2015, sondern es ging noch 2 Jahre weiter. Aber damals im Zuge der Flüchtlingskrise war es ein sehr wertvolles Werkzeug, denn da konnte schon die Politik sagen, okay, wenn wir die Unterkünfte bauen, dann versuchen wir das gleich in diese Rahmenpläne zu integrieren, in diesen Orten zu schaffen, um dadurch auch ein Stück weit sie in das Stadtgefüge zu integrieren. Somit ergab es dann ganz unterschiedliche Werkzeuge und hier sieht man mal, wie viele und wie komplex es auch sein kann, die man sich zu Hilfe nehmen kann, um die Stadt weiterzuentwickeln. Und ganz am Schluss gibt es noch das digitale Modell, in das dann auch die neuen Projekte immer wieder eingespeist werden, um zu überprüfen, inwiefern die Auswirkungen des einen Vorhabens sich womöglich an anderer Stelle auf die Stadt auswirkt. Ein ganz anderes Beispiel und hier auch nur in Auszügen, die Raumperspektive Würzburg. Da ging es uns vor allem um die Vernetzung über die städtischen Grenzen hinaus, also um die Themen der Verbindung, seien es ökologische Themen, aber natürlich auch infrastrukturelle Themen, inwiefern man da auch mit den Nachbargemeinden ins Gespräch kommt, gemeinsam Schwerpunkträume definieren kann, um dann, ja, mein Vorredner hat es gesagt, auch langfristig an einem Strang ziehen zu können. In diesem Fall haben wir auch textlich viel gearbeitet und auch dieses war natürlich eine Arbeit, die jetzt weiterverfolgt wird und auch in diesem Fall wird der Flächennutzungsplan darauf basieren. Und da war es dann auch für die Politik extrem hilfreich, diese Entwicklungsziele zu definieren und schriftlichen und die wurden dann auch wiederum verabschiedet. Das heißt, sie dienen als Leitlinie für die weitere Erarbeitung der Stadtentwicklung, die logischerweise auch nicht mit dem FNP aufhören wird. Und hier haben wir mit synthetischen Bildern gearbeitet. Das sind zwar ähnliche Situationen, wie man sie in Würzburg antrifft, aber wir haben sie uns dennoch ausgedacht, um hier die Diskussion zu lösen von dem Ort, denn es ist ja ganz schnell so, wenn man sagt, an dem und dem Ort könnte man was verdichten, könnte man was entwickeln, könnte man die Freiräume verbessern, gibt es immer Gründe dagegen. Und deswegen haben wir uns hier entschieden, erstmal prinzipiell die Vorgehensweisen aufzuzeigen, Stärkung von dem schienengebundenen Nahverkehr oder aber auch Schulstandorte etc. auszubauen, um generell mit der Bürgerschaft und auch mit der Politik Stadtentwicklung diskutieren zu können. Das gab es dann am Stadtrand oder es gab es eben in Bereichen von relativ monofunktional strukturierten Gebieten oder auch in Mainlagen, um dort aufzuzeigen, was möglich sein könnte und das weiter zu diskutieren. Das letzte Beispiel, was ich noch zeigen möchte, ist die Rahmenplanung Bundesviertel Bonn. Ein ganz interessantes Projekt insofern, weil dieses Bundesviertel einen sehr starken Wandel seit dem Zweiten Weltkrieg erfahren hat. Klar, Bonn war Bundeshauptstadt, dementsprechend war es auch das Bundesviertel. Nach dem Wegzug nach Berlin kam es dann dazu, dass dort extrem viele Unternehmen sich angesiedelt haben. Es wurde ein Bürostandort mit sehr großen Hochhäusern. Die Telekom unter anderem ist bekannt, der Lange Eugen etc.
Und dieser Stadtteil muss sich jetzt noch mal wandeln, nämlich hin zu einem kompletten Stück Stadt. Und hier haben wir erstmal auch wieder versucht, überhaupt die grundsätzlichen Ziele für diese Entwicklung aufzuzeigen und auch zu definieren. Und das natürlich auch wieder gemeinsam mit Bürgerschaft und Politik und natürlich der Verwaltung. Und es war dann auch noch auf der anderen Seite des Rheins. Also wir mussten erstmal ein Verständnis entwickeln, dass es ja zur Stadt Bonn gehört. Waren viel im Dialog. Es ging darum, darüber nachzudenken, wie denn eigentlich die Wissensökonomie zukünftig so einen Ort prägen würde und nicht mehr ein reiner Bürostandort. Es ging darum, die Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig aber auch einen lebendigen Ort zu kreieren. Und es ging natürlich auch darum, wie schafft man es, einem durchaus von dem Auto dominierter Ort, diesen dann auch zukunftsfähig aufzustellen bezüglich der Mobilität. Und auch in diesem Fall haben wir uns dann zusammen mit der Verwaltung entschieden, keinen Rahmenplan zu erzeugen, sondern eine Rahmenplanung, die aus diesen Leitlinien besteht, die Entwicklungskonzepte für Struktur, Nutzung, Hochhausmobilität und Umsetzung aufzeigt und die dann wiederum einen Rahmenplan als Möglichkeit der Umsetzung aufzeigt, der aber dann natürlich immer basiert auf diesen Entwicklungskonzepten. Und da möchte ich kurz eingehen auf das Hochhauskonzept, was einfach in diesem Ort sehr prägend ist. Heute schon die Hochhäuser und der wirtschaftliche Druck war so groß, dass tatsächlich die Stadt irgendwann entschieden hat, dass da nicht mehr gebaut werden darf, bis dieser Plan entstanden ist, um diese doch wirtschaftlichen Kräfte steuern zu können. Und somit haben wir dann Orte definiert, an denen Hochhäuser überhaupt gebaut werden dürfen. Es ging natürlich darum, diese dann auch strukturell so einzusetzen, dass sie Bereiche stärken und definieren. Sprich, die Eingangszonen und die Magistralen innerhalb des Quartiers herauszuarbeiten und zu betonen. Hier sieht man es mit den Montore auszubilden, um eine gewisse Präsenz dieses Viertels auch in der Stadt zu erzeugen. Und es ging natürlich auch darum, diese Orte nur dort oder diese großen Gebäude nur dort entstehen zu lassen, wo sie auch an den SPNV angebunden sind und in fußläufiger Erreichbarkeit und natürlich auch gut mit dem Fahrrad zu erreichen sind. Darüber hinaus gab es dann, hatte ich bereits angesprochen, die vorhandenen Gebäude, das sollte unterstützt werden, dass dort ein Zentrum entsteht, was letzten Endes diesen Stadtteil prägen wird. Und und dementsprechend wurden auch die unterschiedlichen Höhen definiert in dem Bundesviertel, um die Bedeutung der einzelnen Zonen besser herausarbeiten zu können. Das sind alles Entwürfe von uns beziehungsweise vorhandene Gebäude, um hier nochmal aufzuzeigen, wie es dann diese unterschiedlichen Abstaffelungen gibt. Und am Ende entsteht dadurch eine Skyline, die immer noch flexibel ist, die auch nicht von uns vorgegeben ist, das Gebäude hat so auszusehen, sondern hier werden die Kriterien beschrieben, wo sie stehen können, wie sie aussehen können und welche Nutzungsmischung sie haben müssen, um überhaupt als Hochhaus gebaut werden zu können. Und am Ende kam dann ein sehr bunter Plan dabei raus, der am Anfang durchaus etwas verstörend wirkte, auch vor allem in der Politik. Aber als das Modell dann gebaut war und man die Rahmenplanung auch mal anfassen konnte, obwohl sie natürlich so nicht umgesetzt werden wird, sondern das nur ein Abbild ist der strategischen Vorgaben, dann hat man dieses Modell sogar mitgenommen, um es auf der Expo Real zu präsentieren. Die Aussage ist, glaube ich, dass es immer darum geht,
ja, vaguely right zu sein, also ungefähr richtig zu liegen mit der Planung, die Rahmenbedingungen zu definieren, aber gar nicht zu versuchen, es in Stein zu meißeln, denn dann wird man wahrscheinlich in der Zukunft genau falsch liegen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Oliver. Ute, Stefan und Oliver, ihr stellt euch jetzt bitte den Applaus vor, den ihr euch verdient habt für diese drei sehr kompakten, konzisen Vorträge, den ihr jetzt hören würdet, wenn wir in Präsenz beieinander wären. Ja, und ein Aspekt, der sehr stark durchkommt, auch schon in den bisherigen Einträgen in Slido, ist ja, dass das der Städtebau einfach als Thema einfach nicht leicht hat im öffentlichen Diskurs, sowohl bei der Politik als auch bei den Betroffenen. Das hat verschiedene Gründe. Das ist die Angst vor Verdichtung, das ist vielleicht Objektfixiertheit. Und es war sehr schön zu sehen, jetzt auch in deinem Vortrag, Oliver, aber auch in den anderen, was man dem entgegensetzen kann, nämlich auch mit Narrativen zu arbeiten, mit Bildern zu arbeiten, auch mit sprachlichen Bildern. Also ich denke, dass so auch die Kraft der Verben, also so Verben wie Kater anreichern, sind ja nicht die man ganz schnell erwartet in der Darstellung von städtebaulichen Vorstellungen oder stadtplanerischen Überlegungen. Also dass es da durchaus auch auf dieser Ebene Ansätze gibt, wie wohl natürlich auch es die Frage ist, welche Prozessqualitäten, welche Instrumente sind sozusagen das stabile Rückgrat, in dem diese Narrative dann auch eingesetzt werden und auch diese Form, dem Thema Gestalt zu geben, wie das gelingen kann, so dass auch Politik und interessierte Öffentlichkeit daran positiv Anteil nehmen kann. Und das ist nicht selbstverständlich und im Gegenteil durchaus eine Herausforderung. Ja, was jetzt folgt, ist die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen mit den drei Vortragenden. Wir werden jetzt gleich drei Breakout-Sessions anbieten. Diese Breakout-Sessions sind benannt nach den drei Vortragenden. Und es ist so, dass alle aufgefordert sind und eingeladen sind, sich aktiv in eine solche Breakout-Session zu bewegen. Das wird so funktionieren, dass auf dem Fenster, das dann gleich sichtbar sein wird, die Möglichkeit besteht, sich selber so einer Breakout-Session zuzuordnen, indem man sie entsprechend auswählt und anklickt. Ich darf auch an der Stelle einen herzlichen Dank aussprechen den Moderatorinnen, die beiden, die zusammen mit Michaela Gebolzberger auch diese drei Breakout-Sessions unterstützen werden in der Rolle der Moderation. Das ist Susanne Tobisch und Clemens Nocker. Vielleicht könnt ihr kurz mal winken, dann sieht man euch schneller noch in der Runde. Vielen herzlichen Dank für diese Unterstützung. Sie werden da sanft moderieren und auch ein bisschen dokumentieren in diesen Breakout-Sessions, und das ist ja der Anspruch von heute auch, etwas zustande zu bringen als gemeinsames Ergebnis dieser Diskussion, was man auch weiter mitnehmen kann, individuell, aber auch kollektiv. Ja, Eva, ich glaube, wir können in die Breakout-Sessions gehen und darf dich bitten, die Einladung dazu schon hineinzustellen. Also es ist so, das kommt jetzt darauf an, wie Sie eingestiegen sind in Zoom. Manche müssen dann auf den Button Breakout-Session gehen, den Sie sehen, um dort die Möglichkeit zu finden, sich zuzuordnen und dann mit dem Cursor über Ihren Namen zu gehen und dort dann sich in eine Breakout-Session zu begeben. Sie können auch wechseln, jederzeit. Es wird nicht als Unaufmerksamkeit oder Desinteresse gewertet, wenn Sie einfach auf alle neugierig sind, gerne auch wechseln. Und ich darf auch die Vortragenden bitten, sich in die jeweiligen Breakout-Sessions zu begeben. Wenn irgendwer Probleme hat, schauen wir noch ein bisschen, es sind schon viele zugeordnet, dann werden wir helfen.
Sollte jemand Probleme haben, bitte einfach gern das Mikro einschalten und uns kurz informieren. Dann helfen wir, dann können wir auch aktiv jemanden zuordnen einer Session. Okay, ich frage mal an. ja, das Breakout ist offen und wo möchtest du hin, Susan? Ich schicke dich dann einfach dorthin, wo du hin möchtest. Die zweite Vortragende, bitte. Zur Ute. Ja, gut. Du brauchst nur noch bestätigen. Sonst noch jemand, den wir helfen sollen, den Raum zu betreten? Bitte einfach das Mikro einschalten und uns informieren, dass wir das tun. Schaller, ebenso bitte. Jetzt brauche ich nur die Info, wer es ist, der mich da bittet. Carolina. Hetz Carolina. Soll ich das machen, Wolfgang? Bist du schon da? Hab schon gefunden. Ja. Bitte mich, also Soma Navara Goga, zu Oliver Seidel einteilen. Ja. Ich komme leider auch nicht etwas weiter. Ja, gerne. Ich meine so. Ist gemacht. Wen dürfen wir noch geleiten? Ja, nochmal die Frage an die noch hier im Plenum Anwesenden. Dürfen wir irgendjemanden dabei unterstützen, in einen Raum zu wechseln? Bitte einfach uns den Namen sagen und wo Sie gerne hin möchten, dann machen wir das. Ich hebe mal die Hand. Ja, bitte. Aber es sind noch nicht alle da. Also ich wollte nur, ich wollte nur so zur Lückenfüllung ein bisschen plaudern. Bitte. Ich finde jetzt schon, dass es auch ein gewisses Quäntchen Glück vielleicht braucht, dass er gepaart mit dem Bewusstsein von jedem, dass es da immer um irgendeine Art Petrischale geht, wo diverse Kulturen gestartet werden oder hineingeworfen werden und gezüchtet werden und am Ende weiß man nicht wirklich, was rauskommt. Also wenn man, wie in unserer Gruppe vorher geredet hat, dass dann irgendwann in der Vergangenheit Fehlentwicklungen stattgefunden haben, dass tote Straßen oder Plätze rausgekommen sind, damals hat man ja am besten Glauben das vielleicht gemacht. Also man muss dann schon auch so weit offen sein, dass man sagt, okay, bei aller Wertschätzung, bei aller Mühe und aller beteiligten Gruppen, die einbezogen sind, kann es ja trotzdem auch daneben gehen. Ja. Also dieses Selbstbewusstsein, dass nur weil man es jetzt richtig macht, vielleicht am Ende auch das Richtige rauskommt, das sollte man auch für sich selber ein bisschen hinterfragen. Aber es betrifft genau, Prozessbeteiligten. So wie das wunderbare Schlusszitat, das Oliver uns gezeigt hat. Better than exactly wrong. Ja, genau so. Ja, willkommen zurück. Es ist uns bewusst, dass diese Form des Gesprächs immer auch ein bisschen mit dem Gefühl endet, das war zu kurz. Das ist uns ganz klar. Wir hoffen, dass es trotzdem eine Gelegenheit war, ein bisschen vertiefend nachzufragen und ein paar Gedanken zu fassen, die uns weiterführen können. Und ich würde jetzt gerne mit den Vortragenden zu einem kurzen Resümee kommen. Würde die drei Vortragenden bitten, so ein bisschen aus ihrer Sicht den einen oder anderen Gedanken zu formulieren, der für das Agenda-Setting, also dem Städtebau einfach im öffentlichen Diskurs und im Planungsalltag besser zu verankern, mehr Stellenwert zu geben, was die Dinge sind, die jetzt in euren Köpfen gerade präsent sind, wo ihr sagt, das sollte man auch auf die Ebene der Politik und der Verwaltung kommunizieren. Es wird dazu Gelegenheiten geben bei den Folgeveranstaltungen.
Ja, wer immer beginnen möchte, einfach Handzeichen. Was sind so die Gedanken, die jetzt in euren Köpfen sind nach diesen Gesprächen oder auch darüber hinaus? Ute, bitte, gerne. Wir hatten jetzt eigentlich nochmal über Instrumente und sagen wir mal, in welcher Form der Städtebau eigentlich letztendlich im Prinzip mehr zum Tragen, also in, über verschiedene Iterationsstufen letztendlich auch weitergetragen werden kann. Von da habe ich verstanden, dass es diese Instrumente sehr wohl gibt. Die Frage ist eher, warum kommen sie nicht in die Anwendung? Was ich dann auch gefragt habe, was ist denn letztendlich, also ich glaube, es braucht einerseits diese Kümmerer, ne, die, also, und auch eine Kontinuität der Beteiligung verschiedenster Disziplinen, also des Städtebaus, aber nicht vor allen Dingen nur des Städtebaus, sondern auch des Landschaftsarchitekten oder des Verkehrsplans, vielleicht auch noch Programmieren und so weiter. Dieser interdisziplinäre Diskurs. Dann gab es die Diskussion, also die Frage gestellt, was ist dann das Gefäß des Bauträgerwettbewerbs? Also ist ein Bauträgerwettbewerb, hat Susan Krapp dann gesagt, und kein Architekturwettbewerb. Also ich habe immer gedacht, das heißt halt so, aber da ist, also Architekten sind schon drin. Das habe ich ja auch schon verstanden. Aber was eigentlich in der Regel, glaube ich, was ich schon auch jetzt gemerkt habe, ist, dass die Disziplin der Freiraumplanung in Österreich oder zumindest mal in Wien, das weiß ich nicht, lange nicht den Stellenwert hat wie in anderen Bereichen. Also für uns ist es eigentlich, es gibt kein Stadtplanungsprojekt ohne diese Disziplin und ohne im Prinzip die Frage der Mobilitätsplanung und sagen wir, was jetzt Freiraumplanung angeht, gibt es noch ganz andere Energieversorgung, Klimaschutz, Water Sensitive Design und so weiter. Und das sind eigentlich, und das sind genau dann auch wieder die, die letztendlich auch auf dieses dazwischen achten. Weil sie so geschult sind, es zu tun. Und ich glaube, es geht viel, viel mehr darum, im Prinzip, wer muss denn eigentlich im Prinzip in so einem Prozess beteiligt sein, damit im Prinzip das weitergeht. Und ich glaube, es braucht einfach auch ein anderes Stellenwert, also ein städtebaulicher Wettbewerb nochmal auf einer anderen Iterationsstufe. Das ist nicht mit einem Plan getan. Also was lege ich zum, also jetzt nehme ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel den Nordwestbahnhof. Ne? Da gibt es einen Plan, der ist mal einmal gemacht worden in 2008. Die Frage, was definiere ich da? Was definiere ich langfristig? Und muss ich dann eigentlich jetzt nochmal Iterationsstufen tun, aufgrund dessen, dass es jetzt doch verschiedenste Veränderungen in den Parametern gegeben hat seit 2008. Ich möchte es jetzt nicht nennen, wir wissen sie an, wir kennen sie alle. Und ich glaube, das braucht es. Das heißt, ich brauche eigentlich im Prinzip eine Planung, die, das meine ich mit dieser, also mit dieser Knetmasse, ne? Also dieser Flexibilität, also dieser Robustheit. Was lege ich fest auf einen großen Maßstab und wie gehe ich dann weiter und lasse im Prinzip Entwicklung zu über einen größeren Zeitraum? Das sind so die Gedanken, die ich jetzt so zusammen mache, zu der Diskussion zusammenfassen könnte. Also du hast eine Bestätigung dessen, was du auch in deinem Vortrag ja gezeigt hast, wie ihr das versucht habt, in Projekten auch zu realisieren, also diese Knetmasse oder diese Flexibilität zu erhalten, vor allem in diesen langen Zeiträumen. Was ich persönlich als gelernter Freiraumplaner natürlich bestätigen kann, ist der Befund, dass der Stellenwert der Freiraumplanung als essentielles Element einer guten Stadtteilplanung oder ich würde auch sagen einer partnerschaftlich gedachten Realisierung von Städtebau. Also dass das in Österreich, das hat verschiedene historische Gründe, ganz sicher, sagen wir es mal, positiv ausbaufähig ist und dass dann davon aber auch die Prozesse profitieren würden. Ja, Oliver, was sind deine Resümees aus den Gesprächen? Ja, ich glaube, das Thema des Freiraums ist einfach super wichtig. Und einerseits, also da müssen die Architekten und Architektinnen auch mal von dem hohen Ross runter. Da muss, es heißt zwar immer, ja, wir arbeiten interdisziplinär, aber oftmals ist es ja so, dass dann doch irgendwie erstmal die Gebäude gezeichnet werden und dann der Raum dazwischen. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Wir haben das Glück, da wirklich tolle Partner zu haben, mit denen wir es auch immer wieder geschafft haben, dann die ganze Struktur auf dem Freiraum aufzubauen. Und ich glaube, dadurch ist es viel resilienter. Und gleichzeitig ist die Akzeptanz auch dann viel, viel größer, weil die Menschen ja irgendwie sehen, dass sie diesen Raum nutzen können und dass er einen großen Wert hat. Denn am Ende des Tages ist es denen ja relativ egal, Entschuldigung, wie das Haus aussieht. Das stimmt nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also der Freiraum ist einfach zentral und der wird immer bedeutsamer.
Und da muss eine ganz andere, eine ganz andere Arbeitskultur, glaube ich, entwickelt werden. Und interpretiere ich dich richtig, auch im Lichte deiner vorherigen Aussagen, dass dieser höhere Stellenwert dieser Disziplin auch unterstützen könnte, die Qualität über die verschiedenen Maßstabsebenen besser drüber zu bringen? Mit Sicherheit, weil man ja ein ganz anderes Gerüst schaffen kann. Also man hat ja auch hat die Möglichkeit, das quasi auch besser zu steuern. Und gleichzeitig kann man über die Qualität auch den Menschen vor Ort die können es erfahren, dass es ein Mehrwert ist, wenn eine Entwicklung stattfindet, wenn der Freiraum gut ist. Und dementsprechend glaube ich, dass es dass da noch auf jeden Fall viel Luft nach oben ist. Ja, und auch um einen klassischen Begriff aus der Welt der Systemik, die auch deine sehr stark ist, da ins Spiel zu bringen, ist vielleicht auch anschlussfähiger für Laien und für Diskussionen um mögliche Szenarien, als dass Kupaturen von Gebäuden sind, die weit weg erscheinen. Ihr habt euch jetzt gleichzeitig gemeldet, Stefan und Ute. Ich würde den Stefan mal zunächst. Ja, bitte, Stefan. Ja, den Freiraum möchte ich gerne aufgreifen. Ich habe sehr am Anfang schon gesagt, wenn was verloren geht, dann ist es sozusagen dieser Freiraum oder die, sozusagen, wie soll ich sagen, das öffentliche Interesse, das natürlich über den Freiraum vertreten wird. Und ich muss schon sagen, in Wien, was ich festgestellt habe, die letzten Jahre, 15 Jahre, hat sich das Bild schon sehr, sehr stark verbessert. Also es gibt kein Projekt mehr, kein Stadtentwicklungsgebiet ohne Freiraumplanung. Also im großen Maßstab, im Städtebau, genauso wie dann, wenn es reingeht in Baufelder oder in Quartierparks. Also das sind die Vorgaben größer geworden. Und allerdings natürlich das Standing oder so vom Freiraum als Kümmerer, das ist, glaube ich, ist schwierig in dem Setting. Also ich glaube, was meiner Meinung ist, was ich angesprochen habe, ist, dass oft sozusagen wir Planer das oft vertreten müssen, Öffentlichkeit oder Freiraum, aber das müsste ja eigentlich dann schon auch bei der Stadtplanung, müsste man das schon einfordern, dass sie diese Kontinuität, dass sie zumindest dafür sorgen, dass die gegeben ist. Also ich glaube, das wäre eine große Aufgabe, weil ich habe auch bei euren Projekten gesehen, was ich heute gelernt habe, ist diese Hartnäckigkeit oder Beharrlichkeit, so lange am Projekt zu bleiben und es einmal weiter zu folgen und auch zu vertreten, auch wenn es mal weggeschlossen wird, das Modell sogar. Also ich glaube, das ist eh schon ein Ausdruck, oder wer dafür eintritt oder wer das derzeit macht. Und ich finde im Städtebau, was natürlich gut funktioniert, ist das Format oder so wie das heute. Im Städtebau kann man nicht immer den sozusagen die richtige Antwort sofort geben. Das bedarf eben längerer Zeit, da braucht es die Geduld auch dazu. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer wieder Beiträge abgibt. Also das ist so eine Diskussion wie heute, ist ja ein Beitrag, um das zu diskutieren, um sich auszunivellieren oder vielleicht auch kennenzulernen oder dann ganz bewusste Schritte wieder zu setzen. Ich glaube, Städtebau ist nicht so, wo man dann das Gebäude fertig macht nach Architektur und es wird dann bis übergeben. Das gibt es im Städtebau in dem Sinne nicht. Das geht andauernd weiter und wenn man eben fertig ist, dann fängt schon wahrscheinlich die Transformation wieder an im Städtebau. Und das, was schlecht ist oder was falsch ist, ich glaube, das ist eigentlich nur die Nahrung schon wieder für das Weiterdenken. Bitte, bitte. Ich glaube, es ist eben so ein bisschen die Frage, also wir haben auch gesprochen von dieser Kontinuität und diesem kontinuierlich in einem Prozess zu bleiben. Das können verschiedene, also über den Zeitraum der Entwicklung. Das kann jetzt im Prinzip sein, das muss noch nicht per se mal der Städtebauer sein, sondern das kann eben auch der Landschaftsplaner sein, aber er sollte also jemanden proaktiven Prozess zu haben oder sagen wir mal einen Teilaspekt innerhalb sowas weiter zu planen. Das kann auch im Prinzip natürlich eine andere Entität sein, die letztendlich, so wie zum Beispiel bei der Hafen City, die Hafen City GmbH, ohne und auch vor allen Dingen ohne die Zusammenarbeit der Politik, des Stadtplanungsamtes plus im Prinzip dieser sozusagen 34-20 der Hafen City, wäre das Projekt nicht das, was es ist. Es braucht irgendwo dieses Kontinuum, das es weiterentwickelt und weiß, was am Anfang im Prinzip passiert ist. Ohne das, also ich kann ganz viele Dinge, Entscheidungen, die in so einem Plan drinstecken, die sind so schnell durch einige Parameter in die andere Richtung getrieben. Und deswegen braucht es irgendwie, und deswegen, also ich bezeichne zum Beispiel auch Städtebau als, wir kümmern uns um das Dazwischen. Ich habe, glaube ich, auch schon öffentlich gesagt, guter Städtebau muss schlechte Architektur vertragen können. Nicht, dass ich schlechte Architektur promoten möchte, gar nicht, aber er muss es aushalten.
Und das ist, da geht es dann natürlich darum zu sagen, welche Elemente muss ich im Prinzip da eigentlich grundsätzlich anlegen und wie schaffe ich das systemisch herzustellen, also im Prozess herzustellen. Wir machen das auch sehr oft, dass wir sagen, das war jetzt bei der Operali zum Beispiel nicht so, aber bei anderen Projekten zu versuchen, eigentlich den Freiraumplaner, der rote Teppich sozusagen des Quartiers, also der wirklich öffentliche Raum, den sollte einer in seiner Hand haben, der bleibt proaktiv in diesem Prozess und der kann auch im Prinzip die Grundlagen, die am Anfang gelegt wurden, im Prinzip steuern oder sie wieder zurückmelden und sagen, halt mal, hier geht was in die falsche Richtung, lass uns da nochmal gemeinsam drauf schauen. Jegliches einzige Baufeld darf dann gerne im Prinzip seinen eigenen Freiraumplan, das haben wir auch oft so angelegt haben, weil dadurch findet diese Diversifizierung, diese unterschiedlichen Qualitäten, die unterschiedlichen Identitäten und auch finden dann plötzlich statt. Und dadurch wächst eigentlich dann so ein Quartier. Also sag mal, es gibt jemand, der sich um das Dazwischen kümmert und dieses Kontinuum braucht. Und interessanterweise, wie vorhin wir in der Breakout-Session auch gesagt, es gibt ja solche Planungen, solche Best Practices auch in der Stadt Wien. Ne? Also wo ist dieses Kontinuum drin? Und das dann eigentlich, das im Kleinen und im Großen, also muss ich natürlich nicht jetzt, und interessanterweise ist vielleicht auch was ich in den Niederlanden natürlich gelernt habe, das informiert natürlich schon sehr stark im Prinzip meine Arbeitsweise und natürlich logischerweise auch die unseres Büros, weil das natürlich einfach aus diesem kulturellen Background kommt, ist letztendlich einfach dieses immer, alles ist im Fluss, ne? Alles ist ständig im Prinzip in Bewegung, aber in den Niederlanden gibt es zum Beispiel, jede Stadt hat eigentlich sowas wie Wien mit der 3420 eigentlich oder die Hafen City GmbH. Es gibt eine Abteilung in der Stadt, die ist aber unabhängig, die ist dazu da, das zu entwickeln. Und diese Gewaltenteilung sozusagen oder diese Aufgabenverteilung ist wahnsinnig wichtig, weil da ist auch wieder eine Aushandlung zwischen allgemeinen Belangen, zwischen im Prinzip politischen Belangen, zwischen Verwaltungsbereichen, im Prinzip, wie bekomme ich das zusammen? Also Kontinuität in der Qualität hat auch zu tun mit Kontinuität institutionell und von den Personen. Also der Begriff kümmern ist ja auch gefallen und es ist Ownership. Also wenn ich mich verantwortlich fühle für eine Idee, die zwar schon länger her ist, aber für deren Qualität ich mit beeinflusst habe, dann wird das was ändern, wenn ich auch Jahre danach noch zuständig bin oder eine Rolle habe. Oder manchmal ist es institutionell im Sinne von 3420, Hafen City und so weiter, auch das dass das tatsächlich abgebildet ist in einer organisationalen Struktur. Vielleicht noch ein Detail dazu. Es muss jemand da sein, der diese Kontinuität hat und weiß, wann er zum Beispiel wen nochmal mit dazuziehen muss, weil es da einfach eine Frage gibt. Also die 3420 zum Beispiel zieht auch immer mal wieder den Masterplaner Johannes Tobert dazu. Der arbeitet da nicht ständig dran. Mhm. Also wir waren grundsätzlich auch in Abendsied oder Astock im Prinzip, die immer Käse ist heute noch im Begleitgremium. Ne? Das ist nicht konstant, aber es ist im Prinzip sozusagen ein Mitwirken immer mal wieder einjustieren. Und ich glaube, darum geht es, diese Kontinuität herzustellen. Mhm. Oliver, bitte. Oliver? Ja. Ich wollte noch ein Wort sagen zu dem Freiraumplanenden. Also da ist es, auf der einen Seite muss, glaube ich, brauchen die noch mehr Platz und auf der anderen Seite müssen sie diesen Platz aber auch nehmen. Also ich finde, das ist auch teilweise in den Juries immer noch interessant zu sehen, ist auch bei städtebaulichen Wettbewerben, dass da doch immer noch die Architekten beziehungsweise die Stadtplanerinnen das Wort führen und nicht womöglich umgekehrt. Also ich glaube, dass sich da gerade ein großer Wandel vollzieht. Ein anderes, was ich noch sagen möchte, ist zur Kontinuität. Da hatten wir ja auch gerade in unserer Breakout-Session drüber gesprochen, ist, glaube ich, der Diskurs im Allgemeinen. Also diese um Stadtentwicklung langfristig irgendwie fruchtbar zu machen und auch sinnvoll zu machen, muss dieser Diskurs auch langfristig geführt werden. Und zwar nicht nur in dem Fachpublikum, sondern auch mit der Bürgerschaft. Und das ist aufwendig, aber ich glaube notwendig, um da eine Akzeptanz zu erzeugen und gleichzeitig auch immer wieder die Vision, die mal irgendwo erzeugt wurde, zu überprüfen und fortzuschreiben und anzupassen. Und dafür brauchen wir definitiv noch weitere Beteiligungsformate. Die wir haben, die sind ja teilweise gut, aber mit Sicherheit nicht ausreichend, um da auch dann alle mitzunehmen und gleichzeitig dadurch auch eine größere Akzeptanz zu generieren.
Ja, wir wollen an der Stelle schon langsam zum Ende unserer Veranstaltung kommen und ich hätte jetzt abschließend eine Bitte an euch. Vielleicht empfindet ihr es auch als kleine Zumutung, aber ich denke nicht. Ich würde gern fragen nach Fragen. Also ich würde euch gerne bitten, euch drei Vortragenden, uns eine möglichst konkrete Frage mit auf den Weg zu geben. Ich bin ja der Meinung, eine gut gestellte Frage ist mitunter genauso wertvoll und aktivierend wie eine klare Antwort. Aber eine Frage, die wir in die weiteren Veranstaltungen und vor allem auch in die weiteren Gespräche mit den Verantwortlichen in der Stadt Wien, aber auch in anderen Städten mitnehmen sollten. Was ist die Frage, die es gilt, weiter im Blick zu haben, zu beackern? Während ihr euch diese Frage überlegt, teile ich diese Verantwortung ein bisschen mit dem Publikum. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch aus dem Publikum, und ich erinnere nochmal an Slido an der Stelle, unter den beiden Rubriken entweder Fragen oder Ideen, Anregungen, Kommentare, noch so ein abschließender Gedanke platziert wird, was denn das ist, was wir von heute in die nächsten Veranstaltungen mitnehmen sollten. Ja, ist eine von euch dreien schon soweit, so eine Frage? Also ich wünsche mir ganz keck wirklich eine grammatikalisch vollständige, klarerweise, aber auch wirklich nur aus einem Satz bestehende Frage. Ich weiß, das ist nicht so leicht. Oliver, du bist systemisch bewandert. Ich traue dir zu, aus dem Grund, jederzeit eine aktivierende Frage aus dem Ärmel zu schütteln. Was wäre deine Frage? Ich finde das Thema der Kontinuität am wichtigsten und deswegen, oder eben sehr wichtig, am wichtigsten, viele wichtige Themen ist es, glaube ich, wie schafft man es, die gute Idee von heute in die Zukunft zu entwickeln und die Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren? Das ist, glaube ich, eine Frage an die Politik, genauso wie an die Planenden oder die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten. Vielen Dank, Oliver. Ute, bitte. Ich hatte vorher schon die Frage ein bisschen formuliert, welche Rolle und Verantwortung denn die Politik sich in dieser Frage der Entwicklung der Stadt im Prinzip stellt. Ich glaube, das ist eine sehr relevante, meines Erachtens, für die Stadt Wien und Österreich. Ja, Für uns ist, wenn ich da anschließen kann, für uns ist oft in den ganzen Prozessen immer die Frage, wo liegt die Balance zwischen Bottom-up, also Beteiligung, und wo braucht es, wie schauen die Vorgaben, also wirklich von gesetzlichen Vorgaben aus? Vielen Dank euch dreien auch für das sich einlassen auf meine abschließende Bitte, die nicht vorher abgesprochen war. Danke für die Vorträge, für die Impulse, für das Platzieren von Fragen in unseren Köpfen. Schon auch den Hinweis auf die eine oder andere Möglichkeit und das eine oder andere gute Beispiel. Ute, bitte. Weil du vorher gesagt hast, dass sie auch das Publikum sich da eine Frage überlegen darf, wäre ich jetzt mal noch gespannt, ob sich jemand eine überlegt hat. Also falls eine, also zumindest mal den Rahmen zu geben, dass es... Die Fragen landen ja im Slido und wir werden das dokumentieren. Ah. Ja, also die sind schriftlich gestellt worden, die Fragen und die Anregungen. Ihr könnt jetzt live hineinschauen, beziehungsweise wird das dann natürlich auch formuliert werden in weiterer Folge. Also ich kann euch beispielhaft eine vorlesen: Wie kann urbane Verdichtung vermittelt werden, politisch und planerisch? Hier könnte die Stadtstraßendebatte an die Stadtstraßendebatte angeknüpft werden, bei der sich die politische Seite dem Diskurs verweigert, anstelle Überzeugungsarbeit zu leisten. Da steckt das Wort Arbeit drinnen, Überzeugungsarbeit. Also es gibt die Fragen, auch von anderen. Ja, vielen herzlichen Dank. An der Stelle auch noch ein Ausblick zur nächsten Veranstaltung. Die ist schon recht bald, am 24. Februar, wieder um 18 Uhr. Es geht um die Instrumente und Verfahren. Da gibt es natürlich eine Überlappung zu heute, aber der Fokus nochmal ganz speziell Instrumente und Verfahren, die hilfreich sein können, um den Städtebau voranzubringen und ihm mehr Stellenwert zu geben und vielleicht auch
solche Instrumente und Verfahren, die geeignet sind, das Bewusstsein, die Kompetenz, das Ownership der Politik auch zu befördern. An dem Punkt waren wir doch recht häufig heute und vielleicht auch das Thema Beteiligung auf einen Next Level zu heben, auch das haben wir angesprochen, und die Interdisziplinarität weiter zu unterstützen, zu forcieren. Ute. Ja, vielleicht noch ein Punkt, also einfach so, oder zumindest mal so ein Statement, weil also meine Überzeugung ist, also einerseits fand ich, erstmal vielen Dank, Oliver, für dieses Zitat, ich finde das wunderbar. Zum Schluss ist genau das, ne? Also was ist eigentlich, was müssen wir eigentlich im Wagen lassen und was in Unschärfen lassen, und ich glaube, es braucht extrem, aber vor allen Dingen auch, dass Stadtplanung und sagen wir, solche systemrelevanten Fragen und Aufgaben übergeordnet im Prinzip beantwortet werden müssen und nicht in Legislaturperioden funktionieren können. Und das ist da eigentlich eine Entpolitisierung im Prinzip bestimmter Bereiche geben muss, damit das langfristig funktioniert. Ja, könnte man auch in eine Frage kleiden. Wie geht das? Was brauchst du dazu? Um in dieser Figur der Frage zu bleiben. Abschließend, wie gesagt, vielen herzlichen Dank nochmal an alle. Und ich darf jetzt für abschließende Worte zunächst an Susan Graub und dann an Michaela Geboldsberger übergeben. Susan, bitte. Vielen Dank euch allen, es war spannend. Ich würde doch gerne versuchen, drei schnelle Fragen zu stellen zu den drei Vortragenden. Und zwar, ich beginne mit der Stefan Mayer. Diese Metropolenregion ist interessant. Die Schweiz hat die Metropolenregion als Raumkategorie definiert und auch spezielle Aufgaben gestellt. Frage oder irgendwie so, wie ob diese Definition der Raumkategorie Metropolenregion hier einen Beitrag leisten könnte, diesen dann auch zu gestalten. Ute Schneider, ich fand es wirklich sehr interessant, gerade diese Flexibilität, andere Punkte, die Sie aufgebracht haben. Ist ein Kollege an der ETH Zürich, Zalewski, beschreibt den Städtebau als den Rahmen, in denen verschiedene Identitäten und Gesellschaften ihre Verwirklichung finden können sollen. Die Frage oder irgendwie so, wie man Instrumente weiterentwickeln kann, die eine solche Flexibilität möglich machen, und schließlich zu City First. Die Frage des öffentlichen Raumes und interessanterweise, dass der Städtebau sich ja zu Anfang als moderne Disziplin tatsächlich über den öffentlichen Raum auch definiert hat und von daher nicht nur als Freiraumplaner oder Freiraumplanung, sondern auch im Städtebau, wie man diese Konzentration stärker auf den öffentlichen Raum setzen kann. Mein lieben Dank Ihnen alle für Ihre schönen Beiträge und ich hoffe, die Diskussionen werden schön weitergehen. Danke Ihnen allen. Ja, vielen Dank für diese ergänzenden Fragen. Ein wunderbarer Bonustrack, würde ich jetzt mal so sagen, zum Reigen der Fragen, die wir schon gesammelt haben, als Ende und Ausgangspunkt der heutigen Veranstaltung. Michaela. Ich werde mich kurz halten. Vielen Dank an die Vortragenden, vielen Dank an alle Gäste, die da waren, sich eingebracht haben, Fragen gestellt haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder kommt. Ich habe die Termine in den Chat geschrieben. Ich glaube, es gibt noch viel zu diskutieren. Wir werden es auch bei den nächsten beiden Veranstaltungen sicher nicht schaffen, alles durchzubesprechen. Aber wie der Wolfgang schon gesagt hat, eine gut gestellte Frage ist gleich gut oder mindestens genauso gut wie eine gute Antwort. Das finde ich irgendwie sehr wichtig, einfach den Diskurs offen zu halten. Vielen Dank an Wolfgang, dass er uns heute durch den Abend begleitet hat. Wir freuen uns auf die nächsten kommenden Veranstaltungen. Wir von der IG Architektur wünschen allen einen schönen Abend und vielen Dank an alle.